Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 249, lieber Defner, und es ist die Valentins-Edition. Was habe ich dir mitgebracht? Mein Podcast Valentine. Ein paar heiße Inflationsdaten. Aus Amerika. Ja. Hot, genau. Also Inflationszahlen Amerika sind hier gerade zum Start des Podcasts rausgekommen. Die waren jetzt ein bisschen heißer als erwartet, zumindest wenn man Jahr über Jahr nimmt. Aber nicht so heiß wie früher. Aber nicht ganz die Zeiten sind vorbei. Genau. Der 7. Rückgang in Folge, also das war schon mal was anderes. Das war schon mal hotter, da hast du völlig recht. Das war und aber jetzt sitzen wir hier und freuen und ich freue mich mit meinem Valentine. Ich kann die Zahlen auch nochmal referieren, wenn du möchtest. Für alle Menschen da draußen, seien sie nochmal referiert. Also die Zahlen für Januar, 6,4% die Headline-Inflation gegenüber Vorjahr. Also die normale Inflation. Genau, das ist da, wo alles drin ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat. Genau. Ja? So, und das ist von 6,5 runtergekommen, aber leicht über den 6,2, die erwartet worden waren. Aber ich meine, wie gesagt, der 7. Rückgang in Folge und also der disinflationäre Prozess ist in Gang, vor allem natürlich aufgrund des Rückgangs der Energiepreise. Stimmt. Und dann haben wir aber Monat über Monat, wird ja auch immer geguckt. Und da gab es wieder einen Anstieg um 0,5. Aber das war wie erwartet. Also von Dezember auf Januar gibt es ja Monat über Monat. Und das Ganze gibt es ja noch mit der Kerninflationsrate, wo dann so die volatilen Lebensmittel- und Energiepreise rausgerechnet werden. Und die sind gestiegen im Januar um 5,6%. Das ist leicht. Über Erwartung war nur 5,5, aber immer noch unter dem Dezemberwert von 5,7. Und was jetzt wichtig ist für alle Menschen, die jetzt sich was Gutes daraus holen wollen, wie der Defner, es gibt ja eine neue Kerninflationsrate, wo man auch das Wohnen rausrechnet, weil Wohnen ist immer ein nachlaufender Indikator. Und das, wenn man sich das anguckt, dann sieht es viel besser aus. Und dann ist vielleicht gibt es ja irgendwann eine Inflation ohne Preisanstiege. Also man rechnet dann alles raus. Das ist der neue Trend, die Kerninflation. So das ist, raus. Das ist ja das Schöne. Dann kannst du als Notenbank dir irgendwann deine Kerninflation zusammenrechnen und dann hast du das. Ob das dann mit der Lebenswirklichkeit von uns miteinander zu tun hat oder nicht, das wissen wir nicht. Aber Märkte haben es jetzt in der ersten Reaktion, wir zeichnen jetzt quasi, wir haben extra auf diese Inflationsdaten gewartet, damit wir dann auch auf dem aktuellsten Stand sind, wenn wir diesen Podcast aufzeichnen, einigermaßen aktuell, ne, weil das ja immer mit Verzögerungen, dass er rausgeht. Und die erste Reaktion ist auf jeden Fall nicht besonders negativ, obwohl, wie gesagt, die Erwartungen etwas verfehlt wurden und der DAX ist ein bisschen zittert. War vorher etwas deutlicher im Plus und ist jetzt aber immer noch im Plus mit 0,3% aktuell. Aber das kann natürlich dann nach Wall Street Eröffnung, wir haben jetzt gerade Viertel vor drei und in der Dreiviertelstunde kann es ja dann wieder ein bisschen anders aussehen. Aber es geht halt um die Kerninflation und das ist halt die aber ich glaube auch wichtig ist, dass der Trend da ist, dass die Inflation insgesamt, die Headline ist quasi, die Inflation geht weiter zurück und wenn es dann ein bisschen neben der Schätzung ist, dann ist es auch nicht so tragisch und ich glaube, der Trend ist intakt und glaube ich, das kommt einfach dann auch gut an, dass die Inflation zurückgeht. Ja? Genau. Insofern, das ist dann letztendlich gut für die Fed und die Fed kann also jetzt bei ihrer, sagen wir mal, gemäßigten Erhöhungspolitik erstmal bleiben. Was heißt gemäßigt? Es wird ja noch erwartet. Nee. Das Hoch wird erwartet. Auch das kann ich hier schnell schauen, was das Hoch in der Fed Funds Rate ist. Das ist ja die Rate, die ist bei 5,1% jetzt. Also das ist immer die Terminal Rate, das ist die, wo die Fed dann den Höhepunkt bei der Erhöhung hat und wo es dann wieder runtergeht. Und das ist jetzt erwartet für den 26. Juli, da ist eine Fed-Sitzung und da wird genau diese Rate erwartet, knapp 5,2% und danach soll es wieder runtergehen. Es gibt immer so Terminmärkte, die das preisen und das sollte jetzt nicht, das würde jetzt entsprechend nochmal zwei Zinsanhebungen 25 Basispunkte bedeuten. So, und das wäre jetzt kein Beinbruch. Doch. Ja, genau.
Gut, du wolltest den Märkten noch was sagen. Bist ja, also ich meine, von daher finde ich, das ist man da gut unterwegs. Und wir haben ja letzte Woche hier den DAX schon auf einem 12-Monats-Hoch gehabt. Ja, und sogar auf dem höchsten Stand seit vor Beginn des Ukraine-Krieges. Ja, das muss man wirklich mal jetzt auch zur Kenntnis nehmen. Bei über 15.600 Punkten. Danach ging es wieder ein bisschen abwärts. Aber also, es ist schon, wie gesagt, der Aufwärtstrend ist intakt und ja, und anscheinend kommen immer mehr, die Rallye verpasst haben. Ich habe gehört, irgendwie hier der Deutsche Bank Kapitalmarktstratege äußert sich jetzt auch positiv. Konstruktiv heißt das. Ja. Das heißt konstruktiv. Das heißt konstruktiv. Und ist überrascht von den tollen Gewinnsteigerungen der DAX-Unternehmen und so weiter. Da war er ja immer skeptisch und so weiter. Wie gesagt, die Deutsche Bank ja immer mit ihrem Jahresendziel 15.000 Punkte beim DAX, ja. Die müssen die ja jetzt auch irgendwann vielleicht wieder kaufen, ja. Vielleicht erhöhen die ja dann auch mal ihr Kursziel, ja. Ja, aber du musst sehen, die Märkte, also der DAX ist jetzt nicht wirklich günstig. Jetzt, wenn man jetzt mal guckt, was ist eingepreist, ich gucke immer, was ist eingepreist, um dann zu gucken, gibt es da positive Überraschungen. Eingepreist ist jetzt eine Gewinnschätzung, also ein Gewinnanstieg für dieses Jahr nochmal um ungefähr 2-5%. Und dann wäre der DAX mit, dann wären die DAX-Konzerne mit dem 12,5-fachen bewertet. Und wenn man den Durchschnitt anguckt, ist es ungefähr ein KGV von 13,5. Da hat man noch ein ganz klein wenig Kursspielraum, wenn man zum Durchschnitt zurückgeht. Nur der Durchschnitt bringt nicht so viel, weil wenn man mal anguckt, den Durchschnitt zieht und dann mal guckt, wie der DAX sich wirklich bewegt hat. In der Regel war er entweder drunter lange oder drüber lange, aber mal, er hat selten den Durchschnitt gehabt. Das gab es mal zwischen, ich glaube, 2013 bis 2015. Das war so ein langweiliger Markt. Aber ansonsten ist es meistens entweder drüber oder drunter. Insofern sagt das nicht so viel aus. Ja. Aber wie gesagt, kann ja auch immer noch mal ein bisschen Korrektur da wieder geben. Das ist ja auch keine Frage, nachdem wir so gut gelaufen sind in so kurzer Zeit, gerade seit Jahresbeginn. Und aber im Prinzip jetzt auch so Reaktionen wie heute oder sowas vor solchen Inflationsdaten zeigen ja, dass irgendwie doch es offenbar ein Kaufinteresse gibt. Ja. Ja, und heute haben wir aber was ganz Besonderes zum Valentinstag. Wir haben nämlich, jeder hat eine Aktie mitgebracht und für die wir da pitchen. Leider haben wir ja kein Live-Publikum, was dann sagen wird, wovon es mehr überzeugt ist. Also werden heute wirklich so richtig wie Oxford-Debating. Meine Aktie ist X, dann kommt der Defner, meine Aktie ist Y und dann werden wir gegeneinander kämpfen, welche Aktie die bessere ist. Mhm. Und es geht, wollen wir schon sagen, welche Richtung es geht? Ja, das können wir schon mal verraten. Dann sag du es. Ja, zwei Bankaktien. Zwei Bankaktien. Oh, ja, aus Deutschland? Aus Deutschland? Welche könnten das wohl welche sein? Könnten das wohl sein? Ja, mal ein bisschen was anderes, ne? Also auch mal ein bisschen aus anderen Bereichen, die wir sonst immer besprechen. Und stimmt, muss ja auch nicht immer nur AI sein. Wir hätten auch hier, Google gegen Microsoft machen können, aber das ist so ausgelutscht, die Geschichte. Wer ist der Bessere? Nee, ich hätte ja eigentlich gedacht, wir hätten ja gewettet, wenn du auf Microsoft getippt, aber wir hatten ja vorher drüber gesprochen und wir sind ja beide auf der Alphabet-Seite da. Also daher das stimmt, wobei, können wir ja nicht diskutieren. Aber wobei schwankst du schon wieder? Ich weiß es nicht. Also ich schwanke immer hin und her, weil es ist ja so, dass durch künstliche Intelligenz wird ja Suche insgesamt, der Suchmarkt möglicherweise neu verteilt. Und entweder wird er neu verteilt, indem Google, die ja jetzt einen Marktanteil von 93% haben, ein bisschen was abgeben müssen. Oder er wird neu verteilt, dass die Suche viel teurer wird. Und dann muss halt Google viel mehr Geld dafür ausgeben für jede Suchabfrage. Und wenn ich eine Suchabfrage an die künstliche Intelligenz gebe, ist das ungefähr 5-6 Mal so teuer wie jetzt eine aktuelle Abfrage. Und dann wäre es ja auch, dann wäre dieser Markt nicht mehr so profitabel, wie er jetzt ist für Google. Also insofern, das ist natürlich ein Risiko. Das muss man sehen. Auf jeden Fall. Und Palantir, ne, will jetzt auch wieder ein Stück vom Kuchen, auch eine vom AI-Aktie. Abhaben. Haben ja bisher noch nicht so, weil ja die irgendwie keinen AI im Namen haben, wurden ja noch nicht so hochgechest. Aber haben ja gestern Abend nach Börsenschluss angekündigt, dass sie jetzt 2023 das erste profitable Jahr haben wollen und sind vorbörslich schon mal fast 20% gestiegen. Ich habe die noch. Ja. Ich habe die auch noch. Du hast die auch? Ich habe die auch noch, aber nur wenige Stücke. Also relativ. Und relativ ja, vielleicht werden die jetzt auch mal mit ein bisschen AI-Fantasie ausgestattet, weil ich meine, in Zeiten, in denen so viele 99 Luftballons am Horizont sind, auf die geschossen wird, ja. Müsst du mal singen? Komm, für einmal, komm. Du dabei bist schoss man am Horizont auf 99 Luftballons. Genau. Tja, wunderbar. Ja, erinnert einen immer wieder an diese Geschichte. Nina, also Nina hat es schon gewusst. Ne? Er wusste schon immer. Genau. Ja, aber diese Luftballon-Nummer ist schon, oder UFO-Nummer, oder wie man es auch immer bezeichnen mag. Ich ja. Für 99 Luftkriegsminister. Auch der Text ist durchaus, hörenswert. Also wer es nicht kennt, die Jüngeren von euch kennen das vielleicht nicht, einfach mal 99 Luftballons von Nina hören.
Ja. Und dann hat man das alles schon mal. Einzige Number One Hit aus deutschsprachiger Number One. Nein, die englische Version war dann in Amerika. 99 Red Balloons. Ja. Ja. Aber einzige aus Deutschland, glaube ich. Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja, also Palantir. Ja, es gibt auch andere AI-Aktien, haben wir ja auch dieses Jahr, also C3 AI von Tom Siebel. Ja, die sind ja vorher schon abgegangen. Ja, weil gesagt, wenn du AI im Namen hast, dann bist du besser dran. Ja. Aber ich habe mal alle AI-Fonds mir angeschaut. Und der beste ist, der WisdomTree Artificial Intelligence hat 21% in diesem Jahr gemacht. Das ist der beste in diesem Jahr. Und der schlechteste ist einer, der aber auch am risikoärmsten macht, nämlich der, man muss immer unterscheiden, wenn man jetzt die Artificial Intelligence ETFs sich anschaut oder Fonds, gibt es halt welche, die suchen sich diese heißen Reifendinger raus, also überall, wo AI drin steht oder ist auch Palantir drin oder solche. Und dann gibt es welche, die gucken, welche Unternehmen könnten AI einsetzen und könnten da Produktivitätspotenziale heben. Und die sind natürlich, die haben eher so die langweiligeren Aktien. Und da wird ja eher so ein, das ist ja eher eine Evolution. Und bei denen, die das irgendwann enablen und machen, das ist ja eher eine Revolution. Und diese Evolutionsding ist zum Beispiel Amundi Stocks Global Artificial Intelligence. Der hat 12% in diesem Jahr gemacht. Und der hat eher so Was ist da zum Beispiel drin? Welche würden da profitieren? Ich gucke für dich rein. Ich meine, und dann gibt es ja immer noch die Schaufelhersteller. Das ist ja nochmal genau, ja, die Nvidias. Also die Nvidias, die ja immer angeben. AMD und dann wird auch teilweise IBM jetzt wieder genannt, die ja schon mit dabei waren. Ich gucke jetzt mal rein, wer beim Amundi drin ist. Für dich hier live und für die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Da ist beispielsweise drin, ich muss nach Größe sortieren. Die Spannung steigt. Schlumberger. Das ist ja ein Öl-Explorationsunternehmen. Ja, siehst du schon, in welche Richtung es auch geht. Dann hast du Dexcom drin, A10 Networks, Extreme Networks, Netflix, Graham Holdings, Rambus, JFrog, NetScout, okay. Chevron, Axon Enterprise, aha. Comworld, Royal Caribbean Cruises, Gap. Das Kreuzfahrtschiff kann sich eine bessere Route suchen. Ja, oder Gap-Klamotten. Gap, naja, für Fast Fashion ist es auch wichtig. Also im Prinzip alle Unternehmen. Also ConocoPhillips, Palantir ist auch drin. Amgen ist drin, MicroStrategy, Booth Allen Hamilton. Biotech fände ich es auch. Da macht natürlich für die Forschung viel Sinn. Siehst du? Ja. Genau. Booth Allen Hamilton, die brauchen nicht mehr, die Leute nicht mehr eigens ihre Präsentation zu machen. Die sollen einfach noch machen. Kannst du auch alles reinpacken, weil ich meine, irgendwie kann jeder Lockheed AI ist auch drin. Einsetzen und davon profitieren. Lockheed und Adtran Holdings und Forschung, so weiter. Wo auch immer, Produktion. Es sind auch 314 Werte drin. Und das ist wirklich einfach wahnsinnig viele. Also da siehst du halt, es ist der breite Aktienmarkt und ein bisschen neu gemischt. Ja, das ist einfach nur ein bisschen AI draufgeschrieben. Ja, kannst du auch sagen, der DAX AI. Hier sind die 40 Werte, die von AI profitieren könnten. Apropos, ich kann ja nochmal gucken, wie die Allokation ist leider hier nicht drin. Schade, sonst könnte ich dir sagen, und wie Amerika. Bayer hat ja auch AY im Namen, ist ja auch schon fast AI. Ja, und war ja einer meiner Top-Picks für 2023, eine der 23 Ideen. Und die Idee war ja, dass in diesem Jahr eigentlich Baumann die Nachfolge verkünden, also die Nachfolge für Baumann geregelt werden soll, dass es dann so schnell geht und er auch sozusagen in diesem Jahr auch gleich abtritt, das war ja dann auch nicht vorher zu sehen. Aber das in diesem Zuge, das war ja die Idee, dann auch wieder diese ganze Aufspaltungsdiskussion kommt und so weiter. Weißt du, und wer so es gemacht ist es hat? Geschehen. Weißt du, wer und es gemacht jetzt, hat? Jetzt ist es auf jeden Fall, wie gesagt, der Baumann tritt ab und ein Nachfolger kommt von Roche. So ist es. Aber weißt du, wer dafür gesorgt hat? Ingo Speich war mit dabei, der DKV-Manager. Der hat sich nämlich öffentlich hingestellt und hat gesagt, wir haben keinen Bock mehr, ein Jahr mit dem Typen rumzumachen. Ja, und dann war es. Doch, also es war der Druck der Investoren, na klar. Ja. Und es waren die. Es aber waren ich glaube, die DK ist der am wenigsten aktivistischste Investor. Nein, aber du darfst nicht unterschätzen. Unterschätzt mir die Sparkassen nicht. Nein, nicht die Sparkassen, sondern es geht darum, es sind ja die Hedgefonds, haben natürlich am Anfang Ärger gemacht. Ja. So, aber bei Hedgefonds sagst du, hey, es sind Hedgefonds, die nerven. Und dann kannst du, wenn dann aber so ein Ingo Speich, der ist halt einer der Aktionärschütze, der ist für Corporate Governance schon immer, der war früher bei Union Investment, ist jetzt bei der DK. Und wenn der mal richtig auftritt und mal richtig auf den Putz haut, dann hast du auch die öffentliche Stimmung von den normalen Fonds. Dann kam auch gleich Union Investment, Herr Mansfeld hinterher gesagt, ja, wir wollen das auch nicht. Und ich glaube, das war so, dass... Ja klar, das, aber ich meine, auf der anderen Seite haben die jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen da 19 Nein, aber das Mut hat das gezaubert. Fast zum Überlaufen gebracht. Also, das zeigt ja auch, dass sie jetzt schon auch lange dran waren und ich glaube, die Absicht war schon da, weil das ist ja auch meistens so, dass man dann, wie wenn man sagt, okay, wir stellen
in diesem Jahr, wir regeln die Nachfolgefrage, dass man die auch dann schnell über die Bühne bringt. Und gerade in so einem Umfeld, dass dann der Baumann nicht nur ein Jahr im Amt bleibt und den Nachfolger einarbeitet, das ist dann auch klar. Und das ist ja auch meistens so. Aber bei Bayer wird noch eingearbeitet. Also, das war schon damals immer noch ein Monat. Da gibt es noch eine Amtsübergabe. Früher war das so, musstest du klar, Marien, dieser Deckers oder wie er hieß, der auch von außen kam, also gerade die von außen, die müssen lange. Der musste, glaube ich, 6 Monate eingearbeitet werden. Ist dann immer mitgelaufen. Und war dann so der, ist ja nicht eingearbeitet, der war ja vorher CFO, also Finanzvorstand. Der ist 35 Jahre im Unternehmen gewesen. Krass, ja. Und aber selten, dass jemand von außen kommt. Wollte bei Bayern. Beim Weltwirtschaftsgipfel wollte er mir auch kein Interview mehr geben, da wollte er sich auch nicht mehr öffentlich äußern. Da war schon sicherlich klar, dass... Meinst du? Ja. Okay. Und da hat er ja schon sein hippes Sakko angehabt. So, und so passend zur Brille. Das war richtig. Das war, muss man wirklich sagen, sah sehr schick bei aus. Designer-Karriere oder sowas. Ja, immer im Zweiten. Ja, aber gut. Also die Aktie hat da auch nach der Entscheidung erstmal einen Kurssprung gemacht. Im Tag danach ging es wieder ein bisschen zurück. Aber jetzt ist halt die Frage, was jetzt passiert. Das ist die Frage. Und der kann... Ich weiß auch nicht, ob wirklich eine Aufspaltung für Bayer das Richtige wäre. Aber wo sind die Synergien? Die Frage ist ja immer bei jedem Unternehmen, wo du jetzt neu hinkommst, guckst du dir an und sagst, also natürlich kannst du immer sagen, wenn das eine Feld läuft, läuft das andere. Du hast eine Diversifikation. Aber Diversifikation, das machen Anleger. Das machst nicht du im Unternehmen. Das willst du nicht machen. Da hast du keinen Bock drauf. Naja, aber wenn es eine gewisse Diversifikation kann schon helfen, damit du ein Unternehmen durch, sagen wir mal, wenn's, Pharma ist jetzt auch nicht zyklisch, das muss man auch sagen. Genau. Von daher ist es nicht so tragisch. Aber möglicherweise, ja gut, im Forschungsbereich hast du auch eigentlich keine zwischen grüner Biotechnologie und grüner Biotech. Ich sehe da keine Synergien. Nicht groß. Wirklich, ne? Du kannst also höchstens sagen, ich habe ein Thema und ich will die Geißel Krebs von den Leuten nehmen und will die Geißel Ernährung, also Hunger von den Leuten nehmen. Wenn ich das Thema natürlich mache. Aber das ist ein Thema, dass du Geißel von der Menschheit nehmen willst. Und die eine Geißel ist halt Unterernährung, die andere Geißel ist halt böse Krankheiten. Und wenn du das Thema hast, und das war ja aber die Idee, die der Baumann gehabt hat, aber die ist ja gescheitert. Und wenn du dann dich immer wieder mit irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten befassen musst und dann nicht deinem Pharma richtig. Ich meine, das Thema Agrikultur, also das ist ein Riesenthema. Und ich finde es nach wie vor, und ich glaube, früher oder später, wenn irgendwann mal diese Monsanto-Prozesse ad acta, und sie, auch wenn sie es aufspalten, werden sie ja sicherlich dann noch beteiligt bleiben, aber sie machen es vielleicht dann möglicherweise in zwei Sparten oder was und bleiben halt wie bei Siemens dann irgendwie dann noch. Frage ist, was und da ist dann Bayer Crop Science dann am Markt als ausgegliedert, wie Siemens Healthineers oder was auch immer, und dann hätte man es strikter getrennt. Siemens und für den Kapitalmarkt getan. Eine eigene Geschichte, klar. Das könnte man machen, und der Chef kommt ja aus dem Pharma-Bereich, dann wird er sich vielleicht auf Pharma konzentrieren. Und ist aber Chemiker und könnte auch den anderen Bereich machen. Das ist das, du weißt nie, in welche Richtung. Wird man sehen. Aber ich glaube einfach, dass jetzt einfach die Bayer-Aktie doch noch auch weiteres Aufwärtspotenzial hat. Das beginnt ja erst dann wieder entdeckt zu werden. Und die Einzelteile sind ja eigentlich, wie gesagt, in diesen beiden Feldern bis auf diese ganzen lästigen Glyphosat-Prozesse gut aufgestellt. Auch im Pharma-Bereich. Pharma, es hat zu wenig in der Pipeline. Die sind nicht richtig. Die Pipeline ist nicht so geil. Vielleicht nicht ein unmittelbarer Pipeline, aber die haben sich auch ganz schön verstärkt, auch im Biotech-Bereich. Also da haben die auch schon interessant. Gut, müssen wir mal ein anderes Mal nochmal ganz genauer anschauen. Aber positiv. Ich denke, wird weiter Momentum liefern, auch der Newsflow dann im Rahmen des Wechsels und neue Strategievorstellungen und so weiter und so fort. Also Fresenius war auch positiv, muss man auch sehen. Es gab viele positive Sachen für den DAX, und das könnte dann dazu führen, dass wir vielleicht doch ein stärkeres Gewinnwachstum haben und dass du dieses Jahr deine DAX-Werte gewinnst. Das, da bin ich doch so überzeugt davon. Ja, also es sei denn, die Inflation kommt zurück und jetzt wird alles ganz und die Notenbanken müssen dann irgendwie noch weiter die Bremse betätigen. Mhm. Und ja, also mit meinen Ideen von 2023 bin ich dieses Jahr ganz, ganz glücklich. Die laufen eigentlich alle ganz gut. Ja, stimmt. Hier so im Handelsblatt-Interview hat so ein Immobilienprofessor und Papst auch übrigens Immobilienaktien als ganz heißen Tipp empfohlen, ja. Echt? Ja, meinte, günstiger gibt es die nicht mehr. Das wäre ganz zu wirklich? Anschließend an unsere Diskussion von letzter Woche. Da lagen wir ja auch gut mit den Indexmieten und so weiter. Und er meinte auch, also Investment in Immobilien würde er auch noch empfehlen, aber wenn dann Neubau und wenn dann sozusagen 3 bis 4 Zimmerwohnungen an Verkehrsknotenpunkten. Ja. Aha. Also,
Schon in städtischen Lagen, also keine, auf jeden Fall kein Stuck, ja, so nach dem Motto, kein, weil da einfach der Sanierungsbedarf hoch ist. Aber dann Neubauwohnungen zum Vermieten, 3 bis 4 Zimmer in quasi Verkehrswohnungen, sowas wie Berlin Hauptbahnhoflage oder sowas. Ne? Und dann hoffen, dass irgendwann nur noch Elektroautos fahren, selbst die viel befahrene Straße leiser wird, nur noch den Reifen zum hörst Beispiel, und dann wird es richtig viel wert. Aber der Reifenabrieb ist trotzdem noch laut. Ich glaube, das ist das Lauteste, was der am Ende noch ist. Nee, der Motor ist schon noch was anderes von so einem Verbrenner. Also. Ja. Gut, bin ich ja gespannt. Okay. Naja. Also, dann haben wir noch Berlin-Wahl gehabt. Wir sind ja beide wählen gewesen. Ja, und diesmal hat es gut geklappt, oder? Warst du lange stehen? Achso, ja, das schon. Bloß das Ergebnis nicht. Nee, das Ergebnis ist. Nein, das Wählen war super. Also, oder? War total leer bei mir. Haben sie auch gleich, sind sie umgezogen von der Grundschule in die Turnhalle. Bei mir sind auch umgezogen, genau. Bei uns auch in die Turnhalle, genau. Ja, wir hatten auch das erste Mal ein neues Wahllokal. Ein bisschen bedrohlich groß aus. Ich bin natürlich erstmal traditionsgemäß zum anderen Eingang gelaufen. Ich habe auf mein Schild geguckt, da stand auf einmal neue Adresse. Vorteil, ja, das ist wahr. Ja, genau. Und dann war ich da wahrscheinlich einer ganz. Ich war sogar bei der Nachwahlbefragung der ARD mit dabei. Gab es danach? Gibt es wirklich? Gibt es wirklich, ja. Ist mir noch nie passiert. Ich habe das für Forsa früher mal gemacht. Da sitzt du wirklich mit so einer Urne und dann fragst du die Leute. Nachdem ich rauskam, musste ich dann noch meinen. Wurde ich noch gefragt, was ich gewählt habe. Und natürlich noch meinen. Daten und so weiter. Und trotzdem hat die ARD die bessere Prognose gehabt. Ja, ich war ja auch bei der ARD. Ja, aber du hast ja eine Partei dann angegeben, wahrscheinlich, die ist die 5%-Hürde nicht genau, geschafft. Genau, ja, aber die hat es ja auch bei der ARD schon nicht geschafft. Also. Ja, meine ich ja. Die ARD hatte die bessere. Bei der ZDF, ja, genau. Du meinst, obwohl die eine Stimme für die FDP aus dem Prenzlauer Berg von mir dabei war. Ja. War trotzdem rausgerissen. Die ARD. Man fühlt sich ein bisschen exotisch, ja, muss man sagen, ja. Ich meine, so. Und jetzt führt die SPD mit 105 Stimmen. Auf die Grünen und jetzt sagt Frau Giffey, also die 105 Stimmen, da bin ich mal die Bürgermeisterin hier. War ganz klar. Einer, wer die Nase vorne hat, die Nase vorne. 105 Stimmen. Ja, Alter. Ja, was soll sie jetzt denn? Ein Wechsel machen, was auch schon gefordert wurde? Also ich meine, es war eine Abwahl aber von der guten Frau Hellig. Nein, aber die Diskussion ist doch die, hat Rot-Rot-Grün noch eine Legitimation zum Regieren und ich sage ja. Ich meine, all die, die jetzt so überrascht tun und auch die dieses Lager gewählt haben und dann sagen, ja, aber die können doch unmöglich, das ist doch Betrug am Wähler. Ich meine, ich finde, so funktioniert halt mal Demokratie und wer eine Mehrheit hat und vorher eine klare Koalitionsaussage macht von allen Seiten, dass sie dieses Bündnis fortsetzen wollen und dann dafür eine Mehrheit kriegt, auch wenn sie die Mehrheit nicht mehr so groß ist. Ja, es wird ja nicht ein Trend oder eine Dynamik gewählt, sondern es wird am Ende, was unterm Strich eine Mehrheit bilden kann, hat dann eine demokratische Legitimation. Und das ist dann auch nicht anrüchig oder moralisch anrüchig, finde ich. Diese Diskussion immer oder unanständig oder moralisch, was auch immer. Also das ist, wo ist dann der wie viel Abstand ist dann der Anstandsabstand, frage ich mich. Weil sie sagen, ja, 10% mehr, da muss doch der Wahlsieger jetzt das Regierungsbündnis anführen. Und also ich meine, zum Beispiel Umfrage bei RTL und NTV haben heute 65% gesagt, dass die CDU aufgrund der Wahlergebnisse den Auftrag der Regierungsbildung habe. Ja, aber dann müssen sie halt auch dieses Lager wählen. Ja? Und so du kannst halt nicht irgendwie rot-rot-grün wählen und dann überrascht sein, wenn sie dann doch die Wahl gewinnen. Und das finde ich halt immer so, die Berliner, da wird die ganze Zeit gemotzt, gemeckert, alles läuft schief und am Ende wählen sie doch rot-rot-grün. Und das verstehe ich aber nicht. Ja? Und wenn ich da unzufrieden bin und dann hinterher wieder meckert, ja. Du meinst, das kommt zustande? Unter einer Giffey als Bürgermeister wegen der 105 Stimmen gegenüber den Grünen, das finde ich ja das Witzige. Naja, ob die Grünen dann mitmachen, das ist halt die Frage. Aber die Grünen sind so links in Berlin, also die mit der CDU zusammen kann man sich nicht vorstellen. Ich kann mir eher noch vorstellen, dass die SPD noch umschwenkt, weil sie sagen, okay, die Grünen stellen jetzt so hohe Forderungen nochmal. Und da sie sagen, dann könnt ihr uns mal, dann gehen wir zur SPD. Das würde auch natürlich viel besser passen. Ja? Da könnte man schönes innere Sicherheits, die würden natürlich besser zusammen. Aber die Berliner Grünen, ich bin grundsätzlich grün-schwarz, großer Fan, aber ich glaube, die Berliner Grünen sind einfach so doch sehr, sehr links und ich meine, sind auch die SPD hat eine sehr linke Basis in Berlin. Und deswegen, ich glaube, werden halt alle wieder sagen, ja, hier unter unseren linken Freunden machen wir weiter so. Und dann wird das Narrativ sein, ja, wir hatten ja auch die Legislatur erst angefangen und konnten ja unsere ganz tollen Ziele nicht umsetzen. Und jetzt liefern wir und wir haben erst jetzt hatten wir kein Glück oder kam Pech dazu. Ja, genau. Und wir so weiter und so fort. Da würde ich jede Wette drauf machen. Also kannst gerne dagegen wetten, dann können wir das nochmal als Sonderwette mit aufnehmen. Du meinst eine Sonderwette? Was wird das? Ich wette, dass Rot-Rot-Grün zustande kommt. Ja, würde ich auch denken. Na gut. Ja.
Das ist jetzt keine, das ist jetzt keine sehr visionäre Wette. Nein, nicht, aber und wie gesagt, auch wenn ich eine andere Region gewollt hätte, ich finde es legitim und demokratisch legitimiert. Und ja, gut. Ja. Tja. Haben wir das auch? Und dann haben wir noch einen Flop zu besprechen. Das ist mein Bär, mein Bulle war das letzte Woche. Mein Bulle, das ist mein Bulle. Ich hätte so gewarnt sein sollen, ja. Ich hätte. Du hättest gewarnt sein sollen. Aber er hat ja nicht die Disco-Kugel aufgehängt. Aber, nee, so optimistisch war ich ja nicht. Aber ich dachte, es geht um den Börsengang von IONOS. Und ich dachte, wenn man mal den ersten großen Börsengang seit 2000. Porsche. Ja, stimmt, seit Porsche ist ja gar nicht so lange her. Also stimmt, so war lange ja Porsche. Ist nicht her. Gut, aber den ersten richtigen Börsengang, würde ich mal sagen, Porsche war ja ernst. Ja, gut, das war jetzt auch in dem Fall, Sonderfall, auch nur ein Teilausgliederung. Trotzdem würde ich sehr denken. Naja, aber das war jetzt halt der erste Börsengang des Jahres. Und der war schon ein größerer auch wieder, mit Signalwirkung. Und der ist immer so richtig auf jeden Fall nach hinten los. Nach hinten losgegangen, genau. Die Aktie hat nicht ein einziges Mal den Ausgabepreis von 18,50 wieder erreicht. Es gab noch nicht mal einen Beschwerdekommentar von Herrn Schäpitz mehr. Das ist, er hat auch so ein bisschen seine Hörner abgestoßen. Ja. Aber ich habe nochmal nachgekauft, bei 16,30. Aber das macht es nicht besser, muss ich gestehen. Nee, aber ich war günstiger. Aber den macht den Durchschnittskurs mit. Billigen ein bisschen. Ja, jetzt bist du aber schon wenigstens über den Nachkaufkurs. Ja, ich habe ja auch dann mich am ersten Tag, ich muss jetzt mal einen Stützungskauf tätigen, dass die Aktie total ins Bodenlose fällt. Aber dann auch so ein bisschen zu früh bei 18,02 habe ich da gekauft. Ich habe zweimal im Prinzip bei 18,02 gekauft und habe jetzt auch eben einige. Ich habe ja auch bei unserem Podcast gesagt, gucke ich mir an und wenn es irgendwie günstig zu haben ist, greife ich zu. Und das fand ich durchaus. Ich meine, die war auch schon, die Spanne war bis 22 Euro, 22,50 gegen die Preisbildungsspanne. Ja. Und die hätte, wenn sie an besseren Börsentagen wäre, wäre für 22,50 gekommen und hätte auch Abnehmer gefunden. Und von daher finde ich das, da wurde ja dann, ich hatte den Chef Weiß auch und? Im Interview. Hat der einen visionären Eindruck gemacht? Nee, der ist jetzt nicht besonders charismatisch. Ach komm, im Fernsehen nicht so gut rüber, kann man sich nur anschauen bei der Welt. Hast du gleich wieder, du hast ihn erst im Fernsehen gehabt und hast dann noch nachgekauft? Oder hast du erst nachgekauft? Nee, ich habe vorher gekauft. Aber hast ich du nach nochmal? Vormittag. Am Vormittag und dann hast du aber nochmal nachgekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand gut im Fernsehen rüberkommt oder nicht, weil sonst müsste ich ja eine eigene Aktiengesellschaft bekommen. Da müsste ja nur noch kaum lauter charismatisch. Also das ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, ob ein Chef jetzt gut ist. Natürlich ist einer der. Aber es sollte eigentlich eher ein Kontraindikator sein, wenn so ein charismatischer Verkäufer da ist wie der Georg Hofler oder sowas, muss man immer ein bisschen vorsichtiger sein, bei einem Börsengang. Ja? Der dir alles verkauft, wenn da eine, der ist wahrscheinlich eher, kommt eher vielleicht von der Technikseite und so weiter. Also, war okay, aber der meinte halt auch, er ist jetzt nicht panisch, wenn der Börsengang jetzt nicht ganz so durch die Decke ist. Also macht der, war sehr, sehr. Du bist im Minus und sagst so, alles nicht so schlimm. Da denkst du so, was? Nein, der Chef sagt halt, Preis macht, der Markt macht den Preis und war ganz demütig und so weiter und ist guter Dinge, dass sie eine Wachstumsstory da haben und kann man sich nochmal anhören. Man muss ja immer, habe ich gelernt, immer bei Google suchen. Nee, nicht mehr jetzt. Gefunden. Da ist jemand rangegangen. Du hast ja in der vergangenen Woche hier bemerkt, dass bei Welt.de die Suche nicht so toll ist. Lag ja damit zusammen, wir hatten früher eine Google-Suche und irgendwann hat Axel Springer investiert in eine Suchmaschine, die hieß Quant, glaube ich. Mhm. Hat nichts und mit die hat sich jetzt nicht durchgesetzt die heißt am Markt. Quant. Die hat sich nicht am Markt durchgesetzt und war wohl auch nicht so gut. Die hat man aber eingesetzt bei Welt. Und jetzt wird wohl wieder zurückgeswitcht zu Google. Sehr gut. Aber jetzt ist es noch nicht da. Aber unser Podcast hat mal. Nein, es war nicht der Podcast. Wir hatten auch eine Leserumfrage und haben wohl auch viele Menschen angemerkt, dass sie die Inhalte, die sie gerne lesen würden, dort in der Suche bei Welt nicht finden würden. Und das wird geändert. Ja, also, ich habe es aber heute noch nicht gefunden. Also, es wird aber. Ja, es wird. Aber bis jetzt muss man noch. Also man kann Defner und IONOS eingeben bei Google. Site.welt.de, da kommt man hin. Und ohne Site. Also ich habe heute nur Defner und IONOS eingegeben und dann habe ich das Interview gefallen. Es ist jetzt nicht in Interviewform, sondern die Antworten sind einzeln separiert mit Zwischenmoderation, weil ich muss das vorher aufzeichnen und da kann ich dann immer nicht mein Interview mit aufzeichnen, meine Fragen mit aufzeichnen, weil da bräuchte ich ja ein Studio zum Voraufzeichnen. Wenn die Leute nicht genau in meiner Sendung Zeit haben, dann kann ich die immer vorher noch befragen. Hat sich nicht Zeit für dich genommen, für deine Sendung? Ja, aber nicht mehr um 12.45 Uhr. Was ist denn da los? Die dann schon mal feiern.
Hat der schon. Nein, das ist leider bei Börsengängen immer so, da sind die dann irgendwie 2 Stunden an der Börse eingeplant. Stimmt, oder die klingeln. Sind die wieder weg. Das kannst du kaufen bei der Deutschen, aber das kostet 60.000. Naja, das wird ja wohl das Angebot ist das Opening, mit dabei sein. Opening Ceremony, ja, Opening aber Bell Ceremony. Bei einem Börsengang wird es ja wohl alles inklusive sein. Aber das neue Geschäftsfeld der Deutschen Börse, da machen die ganz viel Geld mit. Jetzt, dass du sonst auch klingeln kannst. Dass du jetzt klingeln kannst. Also wenn du jetzt nimm mal an, du hast Firmenjubiläum, du steigst in den DAX auf, du machst irgendwie andere tolle Sachen und dann kannst du das buchen. Kostet kannst du noch Stauden. Dazu ein Hoch kaufen. Ja, kannst dann irgendwie auch, es gibt Catering dazu für ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, nicht zu viele. Und die kriegen wir mit der Sicherheitsgeschichte. Du kennst das ja mit deinen Börsenmoderatorinnen und Moderatoren, die du da hast. Und dann kannst du das machen und kannst die Glocke läuten. Ist aber ja, relativ teuer. Ja, muss ja auch exklusiv sein. Ja. Siehst du. So, aber beim Börsengang ist es natürlich eben Preis dabei. Ja. Für dich alles All-Inclusive-Paket. Ja. Meinst du? Weiß ich. Ja. Gut. Wir können ja mal an die Börse gehen. Dudes AG. Meinst du? Ich glaube, also bei Home2Go, als die gespeckt sind, also dann auch einen Börsengang hatten. Die haben das ja in Berlin gemacht und aber ja, da in Berlin. Ja. Und die haben gesagt, das wäre billiger gewesen. Ja, also man kann auch Börsengang, glaube ich, machen, indem man nicht da steht. Ja, aber das war ja kein richtiger Börsengang in Frankfurt. Und ach so, wenn du speckst. Du speckst und die sind ja nicht in irgendeinem Standard. Gut. Und so. Dann haben wir alles besprochen, oder? Ja, heute wollen wir ja mal. Alles eingangs, wir wollen ja ein bisschen Gas geben, wie immer. Der Vorsatz ist da. Und allein. Schenkst du euch was zum Valentine's Day? Deinem Valentine? Hast du schon was gehabt? Ja, schon. Blumen und Süßes. Blumen und Süßes. Sehr schön. Ja. Ja, gut. Dann so, kommen wir zu Bullen und Bären. Oder Valentinstag, wie heute einer sagt. Das ist die fränkische Variante, ja. Aber ist ja auch ein Dienstag, ja. Ist ja ein Dienstag. Oh. Der Valentinsdienstag, ja. Ja, gut. Gibt es eigentlich einen Wallenmontag auch? So, du darfst auch, wir haben ja auch wieder Bullen und Bären mit dabei. Ich würde mit meinem, Bullen anfangen und mein Bulle bekommt eine Hedgefonds-Legende. Wow. Ja, und zwar George Soros. Eine wirkliche Legende. Auf den Davos getroffen dieses Jahr. Dieser war nicht da in Davos. Dieser ist ja in München und wird da am Mittwoch oder Donnerstag. Donnerstag, glaube ich, in München auf der Sicherheitstagung da seine Rede halten. Der hat immer ganz gute Reden. Vor allem hat er immer rechtzeitig, guckt er schon nach vorn. Das hat er sehr gut gemacht. Aber er wird nicht wegen seiner Rede bekommt er hier den Bullen, sondern er bekommt den Bullen für sein perfektes Händchen beim Trading. Und jetzt fragt euch natürlich, woher weiß der Chapitz das? Ist der beim Soros irgendwie, kennt er den näher? Und dann können wir gleich wieder so Zufall-Fragezeichen. Bei Soros kann man ja, immer so Verschwörungsmieten. Da bist du sofort auf der Liste der Bots hier. Ist der vielleicht vom Soros finanziert, der Chapitz? Fragezeichen. Ist er nicht? Sondern der Chapitz nutzt. Aber Chapitz hat auch schon kritische Fragen an den Soros gestellt, in Davos, würde man sagen. Und ich habe auch mal einmal, wir haben auch mal interviewt im Adler. Aber du hast hier in der großen Runde damals auch gefragt, also so kritisch über Social Media und so weiter gezogen hat. Und da hast du gesagt, Moment mal, warum haben Sie eigentlich Facebook-Aktien im Depot? Und er hat sie verkauft. Und er hat sie verkauft später, ja. Aha. Das war der Chapitz, ja. Hat einer die Finger in die Wunde gelegt. So, genau. Aber jetzt. Jetzt kommen wir zu den aktuellen Tradings. Woher weiß ich das? Nicht, weil ich auf seinem Bekanntenkreis Verteiler stehe, sondern es gibt ja diese berühmten 13F-Files. Und zwar gibt die SEC vor, das ist die Börsenaufsicht, dass große Investoren, das sind solche, die mehr als 100 Millionen Dollar an Anlegergeldern verwalten und seien es auch nur die eigenen, die müssen einmal im Quartal ihre Depots offenlegen und haben dafür 6 Wochen Zeit. Und deswegen kann man immer nach dem Quartal, kann man 6 Wochen gucken. Ui, und jetzt ist halt wieder der Termin. Und so kam am Montagabend, sogar einen Tag vor der Deadline, ist nämlich Dienstagabend, also heute kommen die anderen alle, hat Soros schon mal sein Depot offengelegt. Jetzt wissen wir zumindest, was zum Ende des 4. Quartals in seinem Depot liegt. Ob das jetzt immer noch so ist, kann man natürlich nicht sagen, aber man weiß zumindest, was hat er dann im 4. Quartal gemacht. Und was man da sieht, er hat wirklich bei Aktien zugegriffen, die danach gestiegen sind. Also er hat wirklich ein gutes Händchen gehabt. Beispielsweise, er hat bei Walt Disney hat er 66.000 Aktien zugekauft und die Aktien sind allein seit Jahresanfang 24% gestiegen. Er hat bei Tesla hat er 42.000 Aktien zugekauft, 58% gestiegen. Er hat Alphabet zugekauft, die sind jetzt immerhin 8% noch in diesem Jahr gestiegen. Er hat bei Booking ein bisschen zugegriffen, bei der CBOE. Er hat bei Spotify, wer kauft denn Spotify? Oh. 11.000 Aktien, 55% hat die Aktie gemacht. Und Uber hat er auch gekauft. Wow. 44.000.
und die Aktie hat 35% in diesem Jahr gemacht. Ich meine, so ein alter Mann und so viel moderne Technologie, respektabel, ja, muss ich sagen. Das stimmt. Er hat beispielsweise einen Carvana-Call gemacht. Carvana ist dieser Online-Gebrauchtwagenhändler, wo die Aktie sich ja auch vervielfacht hat seit Jahresanfang. Auch da hat er einen richtigen Riecher gehabt. Ja, wirklich fast pleite war. Aber das ist ja die, wann greift man dazu? Die meistgeschortete Aktie hat er. Eine der, genau. Das hat er wahrscheinlich gesehen. Zeitweise die meistgeschortete, glaube ich. Er hat beispielsweise Peloton hatte Anleihen gekauft und auch die Anleihe ist massiv gestiegen seit Jahresanfang. Er hat gekauft Digital Ocean, er hat Five Nine gekauft, er hat SoFi gekauft, so eine Personal Finance Sache, 46% gemacht. Er hat sogar für Europa hat er gewählt, den Spider Euro Stocks hat er neu dazu gekauft, richtig großen Ding, 13% hat er gemacht seither. Er hat auf China gesetzt, das Ding hat er auch, also wo er immer gegen China wettet, das würde jetzt wieder die Frage erlauben, Alter, was ist denn los hier, wo du gegen China immer... Er wettert gegen China. Politisch und warnt vor China. Genau. Und dann hat er aber trotzdem ein iShares China Large Cap gekauft. Und dann hat er auch den ARK Innovation. Also kauft den ARK Innovation? Und seitdem hat er 28% gemacht, dieser ARK Innovation. Also ihr seht, er hat ganz viele Sachen. Er hat auch bei Krypto hat er teilweise was gemacht. Er hat gegen Silvergate Capital 100.000 Short gegangen. Und Silvergate ist auch einer der Dinger, die ist auch gefallen. Die hat jetzt im Jahresanfang mal einen ganz kleinen nach oben gemacht, aber ist schon wieder runtergefallen. Er hat 17 Millionen Anleihen von Block gekauft. Das ist ja waren früher Square, die Bezahl-App und die haben auch relativ viel mit Krypto zu tun. Er hat Anleihen von Lyft gekauft, die Anleihen, nicht die Aktien, auch da lag er richtig. Die hat nämlich auch richtig kräftig angestiegen. Gut, im Prinzip ist ja alles gestiegen jetzt in diesem... ja, man muss aber trotzdem muss man halt sagen, wie er das gemacht hat. Oder beispielsweise bei Affirm. Affirm ist ja Buy Now, Pay Later, BNPL. Und da hat er die Aktie geshortet, ist die Anleihe long gegangen. Und genau das ist passiert. Also ich meine, er hat auch diese Konstruktion teilweise gemacht, wo es einfach gut funktioniert hat. Er ist bei Energie sehr ausgestiegen, bei diesem Spider Energy. Der hat auch nur 2% gemacht in diesem Jahr. Er hat bei Zoom ist er rausgegangen. Er hat irgendeinen Animal Health verkauft. Amazon hat er ein bisschen niedriger gewichtet. Rivian hat er Positionen abgebaut. Da war ja ganz fett, das war ja genau. Und die ganze Position. Da hat er aber relativ viel verkauft, ne? Also und die hat verloren seither, die Rivian. Und auch das war richtig. Und Amazon ist, naja, da würde ich sagen, hätte auch drinbleiben können. Die hat mit dem Markt mitgemacht. Und insofern finde ich, wenn man sich diese Sachen anguckt, und das würde ich jedem raten, wenn man mal einfach sich anschaut, was haben Hedgefonds? Diese 13F-Filings kann jeder einsehen. Und die kann man sich einfach runterladen. Ja, oder auch andere. Und kann Warren sich die Buffett Listen, kann man ja auch Warren anschauen. Buffett kommt wahrscheinlich heute Abend raus. Also wirklich, der wartet immer, bis die Deadline wirklich da ist. Und dann kann man wirklich die Kannst Position sich angucken. Kannst du vielleicht noch sagen, wo man die findet? Ein Normalsterblicher, der keinen Bloomberg-Zugang hat. Man gibt einfach 13F-Files im Internet und dann wird man da eine Seite finden. Und dann gibt es die. Also die muss auf irgendeiner SEC, Edgar, irgendwas. Ich glaube, Edgar heißt die Dokumentenseite von der SEC. Und da findet man die. Und da muss dann seine Sachen machen, auch alle anderen Hedgefondsgrößen oder eben auch Warren Buffett und andere, da kann man sich das anschauen. Und das ist immer ganz hilfreich, man muss ja nicht das nachmachen, zumal es ja auch 6 Wochen verzögert ist, aber einfach mal zu sehen, was machen die, wie machen die das, das kann ganz sinnvoll sein. Und deswegen würde ich sagen, also ich habe es mit großem Gewinn mir angeguckt, wieder den Soros, fand es faszinierend, wie aktiv der ist und wie viel der dreht. Hat natürlich seine Leute auch, die das machen, aber ich glaube schon, dass der Altmeister da auch noch aktiv mitspricht. Ja? Also nicht der hat wirklich sich aus vielen Positionen komplett verabschiedet. Also das muss man wirklich sagen. Also er ist wirklich ein sehr aktiver Trader. Gerade wenn er aus Energy rausgeht, also er guckt halt auch wieder so nach den Trends und setzt jetzt halt wieder auf schwerpunktmäßig auf Technologie. Das sieht ja so aus. Ja? Genau, aber was man eben auch sieht, es ist nicht immer moralisch ganz mit den Sachen, wo er die Rede dann hält, also gerade wenn er wie Klimawandel warnt, dann hat er so einen Indexfonds mit alten Energieschleudern drin. Passt nicht wirklich immer, aber zumindest hat er keine Meta. Das muss man wirklich sagen. Der hat ja Tesla. Ja. Also ich habe jetzt nochmal geguckt. Er hat zumindest keine Ford. Ja. Er hat 130 Positionen komplett verkauft. Er hat zugekauft bei 18, neu 27. Also es ist wirklich ein sehr aktives Portfolio, insofern spannend. Guckt es euch an. Und mein Bulle der Woche, George Soros. So. Sehr, sehr spannende Geschichte. Und und da kann man ja dann heute Abend dann mal, nachdem man den Podcast gehört hat natürlich, erst danach, bei Warren Buffett,
reinschauen. Und das bewegt ja dann auch immer oft nochmal die Kurse, wenn dann diese Filings rauskommen. Und wenn jetzt rauskommt, was Warren Buffett wieder so aufgestockt hat, könnte es dann morgen natürlich auch wieder dann Kurs bewegen. So. Ich morgen auch sagen gerne wir hier mal nicht. 13 F-Filings. Nee, da musst du 100 Millionen verwalten. 100 Milliarden. 100 Millionen schon? Ja, 100 Milliarden. Mit 100 Millionen schon. Achso, mit 100 Millionen schon, ja. Ja, mit 100 Milliarden. Ist ja nicht mehr so weit. Genau. Du kannst ja aus den Leute, die hier zuhören, die wissen das doch sogar wochengenau. Dann wird dir nicht 6 Wochen im Nachhinein. Hast du letzte Woche was geholt? Ich habe Beyond Meat hatte ich neulich mal geholt. Hast du wieder rausgeknallt? Habe ich sofort wieder rausgeknallt. Ja, so. 10% minus und so weiter. Die haben ja dann gleich abgeschmiert, weil auch hier Tyson Food und so weiter schlechte Zahlen. Habe ich gleich wieder die Reißleine gezogen. Ist auch gut so. Ja. Weil das und Beyond Meat ist wirklich nur. Ich reite vielleicht die Welle noch ein bisschen, weil die sind ja auch so ein bisschen, wurden auch wieder so ein bisschen wiederentdeckt. Ja. Mit meist geschortet. Und habe das Geld und ich habe jetzt wieder aufgestockt nochmal bei Cinco Solar. Die sind auch wieder ein bisschen zurückgekommen. Ja. Und ich finde die so sagenhaft günstig. Die schreit dich an. Ja? Vor allem das Umsatzverhältnis. Die haben ja irgendwie ungefähr 0,2%, also Kursumsatzverhältnis. Also irgendwie Market Cap von irgendwie 2,5 Milliarden, glaube ich, sowas. Und ich glaube, ich setze mal so aus. Ich gucke für dich mal nach. Cinco Solar in Amerika. 2023 Umsätze sind... ich gucke die amerikanische Notierung an, da muss ich hier nicht bei 15 China Milliarden ungefähr die Schätzungen und ich habe wie sogar viel mehr Umsätze für Cinco Solar. Cinco Solar Holding. Ja, für dieses Jahr wird erwartet 78,8 Milliarden. Das sind chinesische Renminbi, Entschuldigung. Ich mache Dollar draus. So, ich gucke auch mal mit 11,6. 11,6 wird dieses Jahr erwartet. Für dieses Jahr, genau. Und das wäre ein Anstieg um 83%. Genau. Das wäre ganz okay. Und die aktuelle Marktkapitalisierung ist 2,7 Milliarden Dollar. Ja, aber die haben relativ viel hohe Schulden. Der Enterprise Value ist 10, warum haben die denn so viel Schulden? 8,2 Milliarden Schulden? Alter, was ist denn da? Und warum haben die einen negativen Cashflow? Free Cashflow minus 3,3 Milliarden? Die haben ja ihre Tochter da ausgegliedert. Das kann vielleicht damit zu tun haben, dass das eine bei der Holding ist und das andere an sich haben die ein sehr niedriges für nächstes Jahr Kursgewinnverhältnis von. Mag ja sein, aber die Cashflow, das ist die Größe, die ich mir angucke. Nicht, dass sie hier ein ganzes Lager voller Solarpaneele haben und das nicht verkauft haben und dann haben sie ein Liquiditätsproblem. Okay, aber das sieht man, die Verschuldung sieht auch nicht gut aus. Aber KGV 7,6%, 7,6 nicht Prozent, sondern einfach 7,6 im nächsten Jahr. Und Umsätze im, hast du die jetzt geschaut? Oder so? Umsatz habe ich doch gerade geguckt, jetzt habe ich schon wieder weggemacht. Für 2023. Für 2023, sage ich dir auch, wird dann erwartet 15,3. Das wäre dann nochmal ein Anstieg um 31,5. Und dann soll auch ein positiver Cashflow wieder drin sein von 506 Millionen. Aber diese. Ja, vielleicht, wie gesagt, wir haben ja da eine operative Tochter. Vielleicht hängt es damit zusammen, kann ich dir nicht genau sagen. Teure Tochter, wenn ich mal sage. Gut. Vielleicht ist es so eine Verbuchungsgeschichte. Keine Ahnung. Da bin ich jetzt wirklich überfordert, aber überfragt. In der Frage, aber ich finde einfach, ja, also gerade wenn du solche Umsatzverhältnisse hast und in einem Markt, der gefragt ist. Warum sagt Goldman Sachs Sell? Ja, musst du Goldman Sachs fragen. Gut, ich gucke jetzt nach, warum Goldman Sachs Sell. Ja, du kannst nachgucken, aber in der Zeit jetzt meinen eigenen Bullen. Ja, so, du hast den Bullen auch. Ja, das war jetzt nicht mein Bulle, sondern das war einfach nur so nebenbei nochmal meine. Hast du aufgestockt? Vielleicht hast du noch was gemacht. F-Filings, hast du noch was gemacht? Und CureVac habe ich auch verkauft, die bin ich auch wieder ausgestoppt worden, weil ich hatte sie auch abgeschmiert wieder, weil sie Kapitalerhöhung machen. Da wollte ich auch. Bin ich einmal schon gut, habe ich getradet, nachdem die ja einen neuen Impfstoff da in der Zulassung haben mit Corona und Grippe so kombiniert. Und dann habe ich es gedacht, wieder zurückgekommen. Also, aber habe ich auch sofort. Das sind natürlich, das sind ja so Sachen, die Trading-Sachen mache ich mit CFDs und dann wirst du auch, wenn du deinen Stoppkurs nicht angepasst hast, bei 20% ausgestoppt. Das ist dann auch manchmal gut so. Und sonst habe ich und Jonas gekauft habe ich eben. Okay. Da habe ich richtig die Aktien. Ne? Also, da hast du Aktien, kein CFD. Bin ich dann richtig eher ein bisschen langfristiger. Also die wird dann nicht automatisch nicht ausgegeben. Das ist jetzt keine Trading-Position. Würde ich jetzt schon mal ein bisschen halten wollen. Ja.
Gut. So, und dann habe ich noch dabei eine Empfehlung, nicht eine Empfehlung, sondern eine Idee, die ich auch schon mal vorgestellt habe, aber jetzt geht es mal um den gesamten Markt. Wir sind bei Bullen der Woche, gebe ich mal dem Heizungsmarkt insgesamt, der blüht nämlich, ja, vielleicht nicht ganz überraschend, im letzten Jahr der Energiekrise, dass viele in moderne Heiztechnik investiert haben. Im letzten Jahr in Deutschland waren es fast 1 Million Heizungen, die da neu installiert wurden. Um 5% ist die Zahl gestiegen auf 980.000 und das war ein Anstieg, der eben so hoch war wie lange nicht mehr. Lange nicht mehr? Und das ist nicht ein Rekord. Rekordanstieg, also kann ich jetzt nicht sagen, aber es war den größten Zuwachs und dafür gibt es vor allem den Bullen, gab es bei Wärmepumpen. Da ging es nämlich um 53% nach oben auf 236.000 abgesetzte Geräte. Dann gab es auch Pelletheizungen, waren auch sehr gefragt, plus von 17% gab es hier. Und die Gasheizungen, die sanken auf um 8%, aber immerhin noch 500, der Großteil war immer noch Gasheizungen, die installiert wurden. 598.000 Geräte. Und immerhin 870.000 Heizungen haben bestehende Anlagen ersetzt. Sagt eben der Heizungsindustrieverband. Ja, und dadurch würden immerhin 1,9 bis 2,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid eingespart. Man muss aber insgesamt sagen, dass Deutschland dann beim Thema Heizung immer noch doch hinterherhinkt. Fast jedes zweite Eigenheim heizt noch mit Gas und weitere knapp 25% heizen noch mit Öl und Wärmepumpen. Habe jetzt keine genaue Verbreitungszahl da, sind aber auch immer noch eben in der Minderheit, auch wenn jetzt hier kräftig aufgeholt wird. Und in Schweden zum Beispiel, da ist es ganz anders. Da haben 60% der Haushalte haben da schon Wärmepumpen. Haben die vielleicht eine andere Wohnungsstruktur? Vielleicht. Würde ich vermuten. Also aber auf der anderen Seite, wo es so kalt ist. Ich wüsste nicht, wo ich meine Wärmepumpe hinstellen sollte. Naja, ein Heizungskeller. Du hast ja eine spezielle, sehr spezielle Struktur. Ein aufgestocktes Dach hat halt keinen Heizungskeller, ja, das muss man schon sagen. Aber in der Regel hast du ja einen Heizungskeller, da kannst du schon eine Wärmepumpe bereitstellen. Ja, also das, aber für viele Altbauten bringt die nicht genug Energie. Ja, für Altbauten ist es manchmal ein Problem, weil sie nicht diese Hitze herbringen und man eigentlich gut isolieren müsste und so weiter und so fort. Mhm. Für viele auf der anderen Seite würde sie Sinn machen, vor allem für halt besser isolierte und eher neuer gebaute Wohnungen. Und wie gesagt, in Schweden sind es immerhin 60% und da gibt es auch nicht nur Neubauwohnungen. Und aus Schweden kommt eben auch eine alte Idee, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Das ist die Niebe, die hat prompt auch gestern, ich weiß nicht, ob es an den deutschen Heizungszahlen lag, einen Riesensprung gemacht um fast 7%. Und sie sind eben hier sehr aktiv, sind grundsätzlich Hersteller von Heiztechnik, aber ein Großteil ihres Umsatzes wird mit Wärmepumpen erzielt, haben aber auch andere Klimaanlagen, Warmwasserbereitung und dergleichen und Komponenten für die Industrie und Heizöfen im Portfolio und sind wohl auch sehr innovativ bei ihrer Produktentwicklung, also haben bei ihren Wärmepumpen eine sogenannte Jahresarbeitszahl von über 5, was am oberen Ende des Leistungsspektrums liegt, heißt es hier in dieser Meldung, die ich habe. Also ich kann jetzt diese nicht einordnen, wer sich nicht mehr mit beschäftigt, weiß es. Also es heißt, spricht für eine Energieeinsparung von ca. 80% dieser Jahresarbeitszahl, wo immer für die steht. So, und die haben auch immer stetig gesteigert. Ihr Volumen seit 1997 sind die an die Börse gegangen, seitdem den Umsatz mit durchschnittlich 17% pro Jahr gesteigert. Und der Chef des Janssen, der Herr Lindqvist, und Großaktionär ist er auch, er will den Umsatz im Schnitt auch in den nächsten Jahren um 20% pro Jahr steigern.
und zur Hälfte organisch, hat aber auch immer wieder viel zugekauft, Übernahmen in Europa und Nordamerika getätigt und will auf diesen Märkten natürlich dann auch wachsen. Die angespannte Lieferkettensituation, die soll sich allmählich entspannen. Das hilft natürlich dann einem solchen Hersteller. Und wir sehen dann eben, dass eben in Deutschland viel Nachholbedarf ist. Wie gesagt, es geht ja zum einen natürlich um die Energiekrise, sich hier unabhängiger zu machen. Das haben im letzten Jahr viele Leute entdeckt und wollen deshalb weg, dann eben auch von fossiler Energie. Und auf der anderen Seite geht es natürlich um CO2-Einsparungen. Und es wird ja politisch, in diesem Jahr ist ja das letzte Jahr, wo man überhaupt noch neue Gasheizungen, glaube ich, einbauen darf. Also da tut sich viel. Und natürlich auch von der Förderung her, die Technologie spielt auch eine wichtige Rolle beim Repower-EU-Plan. Und weil es natürlich gerade im Gebäudebereich und bei der Warmwasseraufbereitung fallen 30% aller CO2-Emissionen an. Und deswegen muss man hier viel tun. Und deswegen ist Niebe eine Idee, wie man bei dieser Geschichte mit dabei sein kann. Es gibt ja da eigentlich keine börsennotierten deutschen Hersteller, Buderus und dergleichen. Fiesmann heißen die, ja? Fiesmann, die Heizungshersteller sind ja nicht börsennotiert. Und Centrotec ist weg. Genau. Die hatten ja die Wolf. So ist es. Die Aktie ist ja schon einigermaßen ambitioniert bewertet. 2023er KGV von ungefähr 50. Ist etwas zurückgekommen auch. Ja, das ist natürlich für so einen Hardwarehersteller nicht so ganz ohne. Aber die Aktie ist jetzt wieder ein bisschen im Aufwärtstrend. Ich will trotzdem die. Aktuell habe ich die nicht im Portfolio. Ich hatte die immer zeitlang, war aber auch schon höher notiert. Und gestern war es jetzt bei, hast du sie? Ich habe sie in schwedischen Kronen. 115 sind sie aktuell, schwedischen Kronen. Und Analysten sehen ein Potenzial von -3% zum durchschnittlichen Kurs. Also nicht wirklich viel. Es hat immer das Problem, dass du halt Kältetechnik, es hat halt keine tolle Fantasie, aber wenn halt wirklich so ein großer Wandel kommt, vielleicht kapieren das die Analysten nicht. Ich weiß es nicht. Aber zumindest Analysten sehen wenig Potenzial. Es gibt irgendwie 4 kaufen, 7 halten, 3 verkaufen. Aber Analysten kommen ja meistens auch mal eine Wende hinterher und eine Entwicklung hinterher. Die müssen dann auch immer wieder ihre Ziele dann erstmal anpassen. Und ich glaube, der Trend ist intakt, weil das ist ein Markt, der in den nächsten Jahrzehnten sicherlich bedient werden muss, weil wie gesagt dann viele dann erst umgerüstet werden und das ist jetzt auch nicht so sicherlich so eine ganz leichte Technik natürlich der Flaschenhals sind dann die Installateure, also weniger der Hersteller und seine Lieferkettenprobleme, sondern eher der Heizungsinstallateur vor Ort. Da ist ja immer noch Mangel angesagt und das wird sicherlich auch noch so bleiben. Aber ich denke mal, dass da schon auf jeden Fall ein Potenzial da ist. Da kann man sicherlich wieder ein bisschen warten, ob die Aktie wieder ein bisschen zurückkommt und sich die mal anschauen bei Interesse. Mir hat ja mal ein Hörer geschrieben, Technotrans. Das ist ein alter, neuer Marktwert. Die hätten industrielle Wärmepumpen. Aber die würden es nicht so nennen. Und weil sie es nicht so nennen, weil sie so konservative Schwaben wären, deswegen wäre die Aktie so niedrig bewertet. Also guckt euch sie einfach mal an. Ich habe mir da mal angeguckt, die Aktie, und habe es nicht kapiert, wo jetzt das Wärmepumpengeschäft genau ist und was da jetzt die Fantasie ist. Aber das wäre auch noch vielleicht noch eine Wärmepumpe-Aktie aus Deutschland, weil es gibt ja so wenige Wärmepumpen-Aktien. Und die meisten verstecken sie in so großen Industriekonglomeraten. Das gibt es ja beispielsweise in Amerika, gibt es welche, aus Japan kommen so. Es sind halt so Kältetechnik-Unternehmen und ist schwierig da was zu finden. Aber vielleicht ist ja Technotrans was. Guckt euch an. Und da sehen die Analysten Kurspotenzial von 12%, aber auch nicht wirklich. Die Aktie ist so seitwärts die ganze Zeit gelaufen. Gut, haben wir noch eine Idee? Ohne Gewehr, ich hab's ohne Gewehr ist sowieso alles bei uns. So ist's. Und da komme ich schon mal zu meinem Bären, oder? Damit wir hier gleich zu unserem vorankommen. Hier. Mein Bär ist relativ schnell erzählt. Eine Aktie, die ich ja noch nie mochte. Zugeben, vielleicht hat die ja Potenzial, man sollte ja nie ideologisch Aktien betrachten, bei der tue ich das. Meine Bär der Woche ist Delivery Hero, die haben ja in der vergangenen Woche Zahlen gehabt, die nicht so gut ankamen, ist die Aktie ja gleich runtergegangen und jetzt haben sie aber per Zufall, völlig überraschend für viele, eine große Wandelanleihe begeben und jetzt dachte ich mir,
man könnte dann auch mal anhand von Delivery Hero mal erklären, was eine Wandelanleihe ist, wie das funktioniert und was die Vor- und Nachteile dieser Aktion von Delivery Hero ist. Was der Nachteil ist von Delivery Hero, ich dachte immer, die würden jetzt profitabel werden, würden demnächst einen Monster Cashflow verdienen und sonst wie. Dann frage ich mich, warum müssen sie eine Wandelanleihe begeben, die über 1 Milliarde. Wie ist die ganze strukturiert worden? Also die Wandelanleihe ist halt so ein Twitter-Ding zwischen einer Anleihe und man hat dann immer so ein Wandelrecht in die Aktie. Und da wird meistens ein Wandelpreis festgelegt. Der liegt meist, je nach Laufzeit, zwischen 20% und 40% über dem aktuellen Kurs. Und dann ist das Gute für den Käufer der Anleihe, wenn die Aktie gut läuft, dann bekommt er A für die Anleihe einen gewissen Coupon, also eine gewisse Verzinsung. Und dann gibt es die Fantasie noch, dass man am Ende das Ding noch in die Aktie umwandeln kann und dann noch einen Kursgewinn von der Aktie macht. So, das ist die Fantasie der ganzen Geschichte. Und Delivery Hero hat über die letzten Jahre immer diese Wandelanleihen ausgegeben. Also die haben nicht irgendwie normale Anleihen aufgelegt, sondern die haben immer Wandelanleihen gemacht, haben damit sich das Geld beschafft, was sie dann bei ihrem Geschäft verbrannt haben. So. Und jetzt wollen sie halt, jetzt wird die nächste Wandelanleihe halt fällig, 2024. Und da war der Wandelkurs bei 98 Euro. Und wenn man die Aktie kennt, wird man feststellen, das wird keiner wandeln. Und das Problem ist dann, wenn die Leute nicht wandeln, die Aktie, weil die Aktie zu niedrig steht, muss man den Leuten das Geld zurückgeben. Das ist natürlich für ein Unternehmen doof. Man findet es immer schöner, wenn dann die Aktie gut gelaufen ist während der Laufzeit und man dann in die Aktie wandelt, muss man das Geld nicht zurückgeben und hat das dann in Eigenkapital gewandelt. So, aber das funktioniert natürlich nicht bei der 2024 am 23.01. fälligen Sache, weil eben der aktuelle Kurs müsste die Aktie noch 113% steigen, damit man diesen Wandelkauf macht. Und jetzt haben sie halt überlegt, okay, wir wollen versuchen, diese Wandelanleihe schon mal vorzeitig abzulösen mit diesem neuen Ding, die sie jetzt rausgeben. Und sie wollen dann noch, weil sie ganz viele Wandelanleihen draußen haben, die 2025er Wandelanleihe, da wollen sie auch noch 250 Millionen vorzeitig zurückkaufen. Das Schöne ist, wenn du was vorzeitig zurückkaufst, derzeit sind die Wandelanleihen, notieren alle unter 100%. Insofern kriegt man da noch einen gewissen Schnapper. Also man kauft da Schulden zurück und kriegt noch einen Discount-Eingang. Das ist das Positive. Das Negative ist, mit der neuen Wandelanleihe, die sie begeben, die jetzt bis 2030 fällig ist, also die 1 Milliarde schwer ist, da musst du halt A, einen höheren Coupon draufschreiben, kostet 3,25% Verzinsung. Und der Kurs ist natürlich jetzt, der Wandlungspreis ist bei 57,75, ungefähr 40% über dem aktuellen Kurs. So, das sind die aktuellen Sachen. Die alte Wandelanleihe von 2000, also die sie gemacht hatten, hatte nur einen Coupon von 0,25 und die andere von 2025 auslaufend hatte nur 0,87. Also mit diesem Projekt hast du halt automatisch höheren Zinsaufwand, weil man jetzt ja halt mehr Coupon draufschreiben muss. Das ist natürlich negativ. 28 Millionen Euro höherer Zinsaufwand, der kommt. Und jetzt muss man natürlich gucken bei Delivery Hero, was wären noch für Wandelanleihen fällig. Es wird dann noch eine fällig 2026, 27, 28 und 29. Und auch die haben wahrscheinlich Wandlungspreise, wo du dann wiederum neues Geld aufnehmen musst, weil die Leute nicht in die Aktie wandeln, weil die Aktie halt noch nicht hoch genug ist. Insofern wirst du wahrscheinlich noch ein paar mehr solche Anleihen brauchen. Das ist natürlich negativ, wenn du immer wieder neue Anleihen rausbringen muss zu höhere Verzinsung. Es wird natürlich deine Zinskosten nach oben bringen und das ist natürlich nicht positiv. Und was dazu kam mit den Zahlen war, dass sie keinen Ausblick für 2023 geben wollen, weil sie beispielsweise in der Türkei tätig sind, wo halt Hyperinflation ist und es ist halt schwierig irgendwie den Leuten zu sagen, naja, da machen wir dann das Geschäft, da machen wir dann den Umsatz, da machen wir dann den Gewinn dabei. Und deswegen haben sie es nicht gemacht, kam auch nicht so gut an. Und insgesamt ist es halt, man fragt sich A, warum geben die keinen Ausblick? B, warum sind die nicht optimistisch genug, dass sie sagen, wir haben genug Liquidität und müssen jetzt schon die Kohle zu so hohen Kosten machen? Und das ist halt alles eher, ja, würde ich mal sagen, negativ wäre zu viel gesagt. Die Wandelanleihe, die sie jetzt rausgebracht haben, dann kamen ganz viele Leute und haben sofort die gekauft, weil die halt
mit 3, wo kriegt man schon im Leben 3,25% Verzinsung und hat auch noch Möglichkeit, dass sie irgendwann vielleicht die Aktie von Delivery Hero doch mal anspringt und sie irgendwann bei 60 notiert und man noch einen kleinen Aktiengewinn mitmacht. Also insofern, die Fantasie hat man ja auch noch dabei und das hat halt positiv geklappt, aber das Negative ist halt, dass man sich fragt, warum machen sie es halt jetzt? Wo du ja denken könntest, wenn meine Aktie noch weiterläuft, dann kann ich günstigere Konditionen vielleicht in einem halben Jahr kriegen und muss nicht ein Jahr, bevor überhaupt diese anderen Anleihen fällig werden, das machen. Das fand ich halt negativ. Und deswegen ist es mein Bär der Woche. Ist jetzt kein Überzeugungsbär. Ich würde nicht sagen, ich würde die Aktie jetzt short gehen und denke, dass die Aktie fällt. Aber ja, die hängt immer so zwischen 30 und 50, schwankt sie hin und her und viel mehr Potenzial würde ich ihr auch nicht beimessen. Bei 20 war sie ja schon. Und da haben wir ja auch schon Wetten gehabt. Trotzdem, ich hatte dir mal ein bisschen getradet und habe dir auch wieder zu früh dann verkauft. Ja. Aber ging bis 50 relativ hoch früh da bei 24 sowas eingestiegen oder sowas. Aber vielleicht irgendwie 2025 Sanford sollen die Gewinne Bernstein machen. Bernstein sagt heute 80 Euro. Ja, die sagen 80 Euro. Ja, ich weiß. Die sind alle Analysten sind alle optimistisch für das Ding. Ich weiß. Die sollen. Ja, aber wenn die wirklich mal jetzt in die Richtung Gewinnzone kommen, dann ist da glaube ich schon. Die sollen 2025 zum ersten Mal richtig Gewinn machen. Also auch netto, also Gewinn pro Aktie. Und Free Cashflow soll es das erste Mal 2024 geben. Und dann wird man halt sehen, ob man mit so einem Geschäftsmodell Essen ausfahren, beziehungsweise in der Türkei haben sie beispielsweise auch so Lebensmittel und solche Sachen, also so wie Gorillas, das Geschäftsmodell. Vielleicht wird es ja wirklich mal ein profitables Geschäftsmodell. Ich bin mal gespannt. Bisher haben sie es noch nicht bewiesen. Was sie bewiesen haben, ist, dass sie weniger Verluste machen. Das haben sie schon gemacht. Sie haben mehr auf Kosten geachtet, aber dass sie wirklich profitabel sind und dass auch nach allen möglichen Kosten und Aktienoptionen und was es da alles gibt, das haben sie auch noch nicht bewiesen. Das wird 2025 erwartet. Da bin ich gespannt. Und nächstes Jahr, wie gesagt, 2024 soll schon mal ein positiver Cashflow rauskommen. Aber trotzdem, ich bin da pessimistisch und deswegen ist es mein Bär. Der war jetzt kein wirklich überzeugter Bär, aber halt pessimistisch. So. Ja. So, dann machen wir weiter mit meinem Bär der Woche. Das ist ich habe dir heute geschrieben, ein inverser Bär, ne? Ja. Weil ich finde ich ja auch nicht immer so viele Bären, über die ich mich so richtig aufregen kann. Deswegen geht es jetzt um die Kursreaktion auf Nachrichten, die für mich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben negativ aufgenommen worden sind. Es geht um Vulcan Energy, die hatte ich auch schon öfters hier vorgestellt. Auch schon einigen Jahren, ja, also glaube ich, dass noch nicht so viele drüber geredet haben. Und die Idee kam übrigens dann vom Hörer, wie die Aktie dann tatsächlich heißt, weil es geht ja um die Hebung des großen Lithiumschatzes aus dem Oberrheingraben und hast ja schon fast vom Schatz der Nibelungen, ja. Ja. Vulcan Energy ist da dran und mit einer innovativen Methode wollen die aus dem Thermalwasser des Oberrheingrabens das Lithium rausholen und mit dem heißen Thermalwasser sozusagen auch noch Energie erzeugen, sodass die Produktion dieses Lithiums dann CO2-frei ist. Und das ist natürlich eine super Geschichte auf jeden Fall. Ja, und wenn das funktioniert, ist es natürlich ein absoluter Burner und ein Gamechanger in der Lithiumproduktion, auch in der Umweltfreundlichkeit von Lithiumproduktion und auch in der Effizienz. Ja. Und sie haben jetzt eine neue Machbarkeitsstudie gestern vorgelegt, die sie auch für die Finanzierung benötigen, weil sie brauchen natürlich viel Geld. Und in der Machbarkeitsstudie, da haben sie jetzt erstmal gesagt, dass sie auch mit mehr Lithiumhydroxid Monohydrat rechnen, dass sie dann ab Ende 2025 pro Jahr gewinnen werden könnten, nämlich 24.000 Tonnen pro Jahr. Zuvor so waren sie da von 15.000 Tonnen ausgegangen in der ersten Phase und dann gibt es auch noch eine zweite Phase, wo dann weitere 24.000 Tonnen dann dazukommen. Und
Das war die positive Aussage. Dann haben sie aber auch darauf hingewiesen, dass das Ganze viel Geld kosten wird und dass sie dafür einen Kapitalbedarf für die erste Phase Investitionen von knapp 1,5 Milliarden Euro haben. Und das ist natürlich ein Batzen Geld. Und das wollen sie zum einen von Banken, aber wahrscheinlich dann möglicherweise auch über nochmal über Kapitalerhöhungen oder dergleichen bekommen. Aber erstmal suchen sie jetzt Bankkredite dafür und Bankenfinanzierungen. Und das hat jetzt den Aktionären offenbar nicht so geschmeckt. Die Aktie ist gestern um 6% gesunken in der ersten Reaktion. Heute ging es auch nochmal so zeitweise um 7% nach unten an diesem Dienstag. Und kommt also nicht so gut an. Aber möglicherweise irrt sich da auch der Markt und konzentriert sich jetzt hier mehr auf die Kapitalbeschaffung und sieht nicht die positiven Effekte, dass man jetzt nämlich auch hier eben ein größeres Potenzial sieht an Lithium, das man fördern will. Und sie haben auch ein bisschen was zu den Rahmendaten gesagt, zu den Produktionskosten vor allem. Da rechnen sie mit 4.359 Euro pro Tonne. Und das ist eben sehr, sehr günstig im Vergleich. Das ist günstiger als die 5.000 Euro pro Tonne, die man zum Beispiel in Lateinamerika für die Produktion dann bezahlen muss, obwohl man da ja auch relativ günstig produziert, zum Beispiel in großen so Salzteichen, so Sohleteichen, wo das dann ja teilweise gewonnen wird. Und sie setzen da auf eine andere Technologie, die noch etwas neuartiger ist, die DLE-Technologie. Und da werden Lithium-Ionen aus der Sohle irgendwie absorbiert und man braucht dann nicht zusätzliche Wärme oder Chemikalien, die man dazu fügt. Und ist aber eine relativ neuartige Technologie, wird aber auch schon angewandt, auch von anderen, von Livin zum Beispiel oder auch Albemarle will diese Technologie auch schon teilweise einsetzen. Und ja. Das ist natürlich, gibt es da viele Fragezeichen wie immer. Funktioniert die Technologie? Da haben auch einige Experten Zweifel daran. Funktioniert auch das Ausmaß der Förderung? Es gibt da ja einige, da haben auch schon ein paar Probeprojekte und dergleichen da laufen. Aber wird es auf Akzeptanz in der Bevölkerung? Da gibt es ja auch immer gegen Thermalbohrungen grundsätzlich. Und in Deutschland sowieso gibt es ja gegen alles Einwände, was auch immer man macht. Natürlich immer die Ängste vor Erdbeben oder Verschiebungen dergleichen. Also das sind viele, viele Risiken, die da drin stecken. Auf der anderen Seite eben enorme Chancen, meiner Meinung nach. Ich bin nach wie vor immer noch in diese Aktie investiert und hab da das auch mal, ist ja auch mal ein bisschen höher gelaufen. Dann nimmt man mal mein alter Tipp 100% mit, wenn sich das Ganze verdoppelt. Oder 50% mitnehmen bei 100% Gewinn so rum. Nicht 100%. Ach, alles mitnehmen, ja. Nein. So, das habe ich auch schon mal zwischenzeitlich mal gemacht. Und dann auch wieder aufgestockt, wenn es runtergeht. Und es sind auch andere angestiegen, Stellantis zum Beispiel, also Opel-Mutter, ne, die haben sich auch beteiligt und sie haben Abnahmeverträge schon mit Volkswagen, Stellantis und Renault. Also das Interesse ist natürlich groß, weil das natürlich für eine CO2-freie Produktion von Autos dann auch entscheidend ist, dass dann auch das Lithium aus CO2-frei gewonnen wird. Das und, Erdöl des 21. Jahrhunderts, ja. Sag's doch mal, Defner, Lithium. Lithium, das weiße Gold, was auch immer. Ja. Das weiße Gold oder das Erdöl des 21. Jahrhunderts, weil es ja für die Herstellung von Batterien ist. Ja, und ja, also hier sind jetzt auf jeden Fall die Analysten noch auch positiver. Ja, ich habe auch so einen dabei. Ja. Also die Analysten sehen hier 187% Kurspotenzial aktuell. Wird in Australien und in Frankfurt gehandelt, ist ja auch in Frankfurt notiert, gab es ja auch sogar einen Börsengang. Bärenberg hat eine ganz neue Studie veröffentlicht, die sehen also 13 australische Dollar 60 und die durchschnittlichen Analysten sehen 17 australische Dollar 56, aktuell sind sie bei 6 australischen Dollar 60. Also im Prinzip, wie gesagt, fast Verdreifachungspotenzial, das hier bei der Aktie gesehen wird. Und ja, also die Story muss natürlich aufgehen, da gibt es viele Risiken, aber auch große Autohersteller glauben an diese Story. Warum soll sie nicht funktionieren? Das wäre auf jeden Fall ein wunderbares, fast ein Nibelungenmärchen aus Deutschland. Ja, der größte Optimist ist SRH Alster Research, Kursziel 14. Ja, wow.
Ja, das wäre Euro das, jetzt aber. Euro, genau. Das wäre ein Euro. Das ist, das ist der größte Optimist. Und ich glaube, das Resource gibt es umsonst. Das könnt ihr euch sogar im Internet durchlesen. Also wenn ihr jetzt die Aktie geil findet oder mal wissen wollt, was der Kollege Alster Research schreibt, dann kann man das einfach im Internet lesen. Vulcan Energy. Boah, hier gibt es ein richtiges Update, haben die 14. Februar von heute. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema hier, Wir hier pünktlich fertig werden. Also wir wollen ja heute beide einen Pitch machen, und zwar vielleicht Hintergrund unserer Geschichte ist, dass wir demnächst ja wieder zwei Banken im DAX haben. Nämlich möglicherweise. Relativ sicher. Also an diesem Donnerstagabend wird es entschieden. Ja, aber das ist schon. Wir gehen davon aus, das ist der Hintergrund. Davon kannst du, da würde ich mal sehr, sehr von ausgehen. Und dann haben wir nämlich zwei Banken wieder im DAX, und zwar die Commerzbank und die Deutsche Bank. Und wir haben uns jeder eine ausgesucht, der Defner und ich. Und dafür würden wir jetzt pitchen. Ich bin ja immer für die Kleinen und Unterlegenen. Klar, das ist ja immer klar für die Herausforderer. Mhm. Und deswegen würde ich meinen... Der Sachse unter den deutschen Banken. Ja. Oh, nee. Belügen, Betrügen, 40 Jahre. Also, die Commerzbank ist auf jeden Fall, kommt aus der hinteren Ecke. Aber sie kommt dafür umso mehr. Und ich würde mal meinen Pitch machen, warum ich meine, dass das von jetzt ab, weil die kommen ja am 27. dann in den DAX, aber wir machen natürlich die Wette von jetzt ab, warum die von jetzt ab besser laufen wird als die Deutsche Bank. So. Also wie gesagt, am 27. wird ja die Commerzbank höchstwahrscheinlich in den DAX aufsteigen. Und man muss wissen, das war ja auch ein Gründungsmitglied, die Commerzbank. Und deswegen ist das von hoher Symbolkraft, wenn die da wieder aufsteigen. Und das dokumentiert dann nochmal für jeden sichtbar, dass diese Bank, dass die Commerzbank eigentlich zurück ist. Und das ist auch insofern gut, also für dich und für mich, weil wir ja, der deutsche Staat ist ja mit 15,6% an der Commerzbank beteiligt. Und wenn die zurück ist, dann haben wir alle was davon. Also mein Pitch wäre für alle gut. Deutsche Bank ist nur für die Wenn es der deutschen Bank gut geht, geht es auch der deutschen Wirtschaft gut. Ja, sehr schön. Das wirst du gleich kommen. So, und es kommt aber noch besser. Die Commerzbank kommt nicht nur in den DAX, sondern die Commerzbank wird 30% des Gewinns vom Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre höchstwahrscheinlich auszahlen. Und jetzt würde ich sagen, auszahlen bei Aktien ist ja nichts Ungewöhnliches. Doch, bei der Commerzbank schon. Das wäre nämlich die erste Dividende seit 2018, die ja 2019 ausgeschüttet wurde. Und überhaupt erst die dritte Dividende seit 2007. Also man sieht, wenn jetzt eine Dividende ausgeschüttet wird, was das für ein Symbolkraft hat, weil die Commerzbank in den letzten Jahren so schlecht dastand, dass sie das nicht geschafft hat, aus eigener Kraft Dividenden zu zahlen. Und Dividende muss nicht alles sein. Die Commerzbank könnte sogar noch was obendrauf setzen. Oder bringe ich noch eins obendrauf, so wie Fischpaule. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, da lege ich noch einen drauf. Ein All. Und dann All. Oh, Dividenden hier. Oh. Dividende. Keine und faulen Fische. Nein, Dividende ist, die Commerzbank könnte sogar noch Aktienrückkauf starten. Jetzt nicht Aktienrückkauf. Aktienrückkauf bekommen. Auch noch. Packe ich hier auch noch eine Tüte. Und auch da muss man sagen, die ist jetzt schon in der Diskussion mit den EZB-Aufsehern. Man muss ja wissen, Banken werden ja von der EZB relativ kritisch beäugt, und jede Auszahlung muss man da anmelden. Und auch wenn man einen Aktienrückkauf macht, dann muss man dann zu diesen SSM, EZB-SSM gehen. Das ist Single Supervisory Mechanism, so heißen die. Und da muss man sich das genehmigen lassen. Und da könnte es sogar passieren, dass die Commerzbank noch einen Aktienrückkauf macht. Jetzt werden viele sagen, naja, wie viel Gewinn machen die? Naja, ungefähr eine Milliarde Gewinn. Und dann hätte man, wenn man sagt, 30% will ich ausschütten, hätte man ungefähr 300 Millionen Ausschüttungen. Dann für natürlich das Hauptteil natürlich für Dividenden und ein kleinerer Teil für den Aktienrückkauf. Das wären ungefähr 100 Millionen. Das wären weniger als 1% des Börsenwerts. Klingt wenig, aber auch da würde ich nochmal für die Symbolkraft nochmal hier trommeln. Weil nämlich, wenn man sich die Statistik mal anschaut, seit 1995 hat sich die Aktienanzahl der Commerzbank verdoppelt. 20-facht. Und wenn die jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben Aktien zurückkaufen würden, nach einer Verzwanzigfachung seit 1995, dann sieht man, was da für eine Symbolkraft drinsteckt und was das für eine Änderung ist. Also wenn du immer nur eigentlich Aktien rausbringst, um neues Geld einzunehmen, dann ist das natürlich ein großes Ding. Und man muss sehen, seit 2003 hat man 15 Kapitalerhöhungen gemacht. Das hat man hauptsächlich gemacht, weil man mit der Dresdner Bank sich in eine Bank rangekauft hat, die jetzt nicht so erfolgreich war, wobei das ja politisch orchestriert war. Das ist nicht unbedingt nur Commerzbank schuld gewesen.
Und man hat seit 2003 22 Milliarden an Geld eingenommen über über Ausgabe von Aktien. Und wenn man jetzt mal guckt, was das Unternehmen wert ist, 13 Milliarden. Also man hat, da sieht man, welche Kohle eingenommen worden ist und welche und wie viel es eigentlich nur noch wert ist, wie viel Wert da vernichtet worden ist in den letzten Jahren. Und das würde halt jetzt zu einer Änderung kommen. Und wahrscheinlich dürfte es dann für die nächsten Jahre, wenn man überlegt, die haben eine Strategie 2024 ausgegeben, da sollen die Ausschüttungen von 3 bis 5 Milliarden annehmen, sieht man, was da alles passieren ist. Und warum, was auffällt, wenn man sich die Aktie mal anguckt, die Bank ist sehr gut kapitalisiert, die Kernkapitalquote liegt mit 14%, das ist immer die CET1-Ratio, so heißt die im Fachdeutsch, liegt mit 14% deutlich über dem Ziel von 12,5. Und jetzt werdet ihr euch fragen, was machen die eigentlich alles anders, weil ich ja die Kruse-Statistiken gesagt habe und auf einmal hat sich da was gedreht. Naja, man muss sagen, es gibt ein neues Management-Team mit Manfred Knof, der ist seit Anfang 2021 an Bord und der macht halt wirklich eine Transformation, sehr schnell, sehr geräuschlos. Man muss auch sagen, was für die Commerzbank spricht, einfaches Geschäftsmodell, die haben kein komplexes Investmentbanking, wo dann irgendwie Leute sagen, Geld, und dann machen sie Verlust hier, irgendwie Rechtsstreit dort, das haben die alles nicht, sind Marktführer beim deutschen Mittelstand, 30% des deutschen Außenhandels läuft über die Commerzbank. Damit sind sie, keiner macht mehr. Sparkassen und Volksbanken können das nicht. Die Deutsche Bank, Mittelstand ist zu klein. Die haben ein super Kreditbuch, haben auch jetzt schon Rückstellungen getroffen für etwaige, falls es mal nicht so gut läuft, haben eine hohe Zinssensitivität. Also soll heißen, wenn die Zinsen steigen, was sie ja gerade tun, dann machen sie wirklich sehr, sehr, sehr viel mehr Gewinn. Man sieht ja, wie die EZB schon die Zinsen anhebt. Das wird ja nicht der letzte Zinsschritt gewesen sein. Also jeder Punkt, den die EZB erhöht, ist gut fürs Ergebnis. Dann haben sie ihr Filialnetz komplett ausgedünnt. Statt 1000 schlechter Filialen haben sie jetzt nur noch 400, die alle relativ gut sind. Und sie haben noch, und das finde ich noch viel besser, so eine digitale Beratungsbank aufgemacht. Und dann kann man am Samstag mit Bildtelefonie richtig Bankgeschäfte machen, ob die Bank offen wäre. Das ist normalerweise Samstag Bank offen, gibt's ja nicht. Haben die. Und die kommen direkt. Das ist so der digitale Nukleus. Also auch für die Digitalstrategie können sie was mithalten. Und vielleicht das noch zum Schluss. Sie haben eine wahnsinnig gute Kostendisziplin. Und seitdem Manfred Knof Anfang 2021 am Ruder ist, hat sich der Wert der Aktie fast verdoppelt. Und jetzt kann man sagen, Potenzial ausgeschöpft. Nee, würde ich mal sagen, nicht. Weil nämlich der Preis-Buchwert hat sich zwar bereits auf 0,47 erhöht, die war mal bei 0,3. Also hat sich schon, also man sieht, man kann ja gucken, was ist der Buchwert und kann gucken, was ist der Aktienwert. Und da war die Aktie immer wesentlich weniger also wert als das Buch. Buchwert, genau. Genau, Kurs-Buchwert. Und es war 0,47. Und wenn man sich anschaut, wenn das Vertrauen zurückkommt in so eine Aktie, in ein einfaches Geschäftsmodell, Kostendisziplin, alles, könnte man sich vorstellen, dass da ein Kursbuchwert von 0,8 passiert. Und dann kann man sich überlegen, dass die Aktie dann auch mehr Potenzial hat. Und vielleicht noch ein persönliches Ding zum Schluss, warum ich glaube, dass das der richtige Mann mit der richtigen Bank ist. Beim Weltwirtschaftsgipfel stand ich neben dem neuen Chef Manfred Knof am Pissoir und hatte auch schon mal das gleiche Vergnügen mit dem alten Chef, nämlich mit, wie hieß er nochmal, der alte Blessing, Martin Blessing. Und ich habe Martin der Blessing alte, angesprochen. Das war der vorherige. Das war der, genau. Also den habe ich angesprochen, also der uralt vorhergehende. Und der war wirklich sehr Sie wollen mich hier ansprechen, weil mich hier sidesteppen. Am Pissoir. Am Pissoir. Und der Manfred Knof hat einfach lässig reagiert. Ich wusste, der macht das lässig, geräuschlos. Und es war einfach gut, es war sympathisch. Und das ist ja nur einer der letzten Sachen, dass es einfach ein sympathischer Mensch ist, den man selbst am Pissoir anspricht und der dann lässig reagiert und nicht irgendwie macht. Und deswegen sage ich, die Commerzbank ist von den beiden deutschen Bankaktien definitiv die bessere. Der Pissoir-Indikator. Ja. Ich habe Christian Sewing schon öfters mal interviewt, aber ich stand noch nicht mit ihm am Pissoir. Ja, siehst du, also das. Von daher kann ich diesen Indikator jetzt nicht beisteuern zur Deutschen Bank. Aber sie haben jetzt einfach auch, Christian Sewing hat endlich die Wende geschafft, nach vielen Vorgängern, die es nicht geschafft haben, die als Sanierer angetreten sind. Und er hat ja jetzt in der vorletzten Woche, am 2. Februar, das beste Ergebnis seit 15 Jahren vorgelegt. Unterm Strich ein Gewinn von 5 Milliarden, operativer Gewinn von 5,6 Milliarden. Da war man etwas unter der Analystenprognose. Beim unterm Strich Gewinn war man drüber. Gab es aber auch eine Steuergutschrift, die da quasi ein außerordentlicher Sondereffekt war. Aber Sewing hat auch darauf hingewiesen, als es Kritik am Zahlenwerk gab, dass es auch negative Effekte gab, wie eine höhere Abgabe an die europäischen Bankenfonds und natürlich eine höhere Risikovorsorge für ausgefallene
gefährdete Kredite infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Aber man muss sagen, sie sind jetzt eben wieder da, wo sie vor der Finanzkrise waren, und es waren ganz, ganz schwierige Jahre für natürlich beide Banken, ja. Und er hat es geschafft, auch vor allem mit einer harten Kostendisziplin, hier die Deutsche Bank wieder auf Gewinnkurs zu bringen. Das dritte Gewinnjahr in Folge, aber jetzt eben auch mal mit wirklich nennenswerten Gewinnen, die man da sieht. Und hat diese dreijährige Umbauphase ist 2022 zu Ende gegangen, und jetzt will man natürlich auch weiter liefern, also hat weiter auch ein steigendes operatives Ergebnis für dieses Jahr angekündigt. Beim Nettogewinn glauben sie nicht daran, dass sie das jetzt vom letzten Jahr erreichen wegen dieses Steuereffektes. Und man muss halt sagen, die sind eben auch noch im Investmentbanking. Sie haben das zwar gestutzt, aber das hilft ihnen natürlich, dass sie auch hier noch Gewinnbeiträge haben, weil Investmentbanking ist natürlich ein Bereich, und da, glaube ich, sehe ich den großen Vorteil zur Commerzbank, dass man da auch aktiv ist, der natürlich auch aus Sicht des Aktionärs dann interessant ist, weil das dann doch, wenn es läuft, ein absoluter Gewinntreiber ist. Und hier haben in dem Bereich die Händler in diesem letzten Jahr die Gewinne gerettet, vor allem mit dem Handel mit Anleihen. Da sind sie ja noch stark vertreten, und da war es ja auch ein turbulentes Jahr. Das Geschäft mit Fusionen, Übernahmen, wo sie auch vertreten sind, das ist zurückgegangen. Aber das könnte ja auch wieder ein Hebel sein, der wieder anspringt, weil wir sehen jetzt ein paar Börsengänge, die noch nicht so richtig funktioniert. Aber die werden auch wieder kommen, wenn die Börse jetzt wieder besser läuft, bin ich zuversichtlich, dass dann auch wie eben wieder auch solche Geschäfte und eben auch Übernahmegeschäfte und dergleichen wieder besser funktionieren werden. Das war jetzt natürlich ein großes Jahr der Unsicherheit, das da 2022 hinter uns liegt. Und wenn da wieder mehr Normalität reinkommt, dann sollte es auch wieder funktionieren. Grundsätzlich profitieren sie natürlich im Privatkunden, auch in der Unternehmenskundenbank von der Zinswende und von steigenden Zinsen. Das ist natürlich wie bei der Commerzbank ähnlich. Und das hilft ihnen, das hilft Banken grundsätzlich. Und also von daher finde ich, sie haben viele Ähnlichkeiten natürlich zu Commerzbank, haben auch extrem gespart, Kosten reduziert. Da gibt es ja Geschichten, dass teilweise der Blumengießdienst nicht mehr kam, die Leute selber gießen mussten und die Leute irgendwie warme Klamotten mitbringen, weil so gar nicht mehr richtig geheizt wird und so weiter. Also das ist ganz neue Töne, die man da von der Deutschen Bank hört. Und wenn man sich jetzt mal die Kennzahlen anschaut im Vergleich zur Commerzbank, da hat die Deutsche Bank für 2023 KGV von 5,8, die Commerzbank von 7,3. Die Analysten sehen bei der Deutschen Bank Aufwärtspotenzial von 22%, bei der Commerzbank nur von 10%. Dividendenrendite hier punkte die Commerzbank mit 5% und bei der Deutschen Bank, aber die jetzt auch wieder zum ersten Mal wieder eine nennenswerte Dividende von 30 Cent zahlt, das sind 1,8%. Das Kursbuchwertverhältnis, das du angesprochen hast, da punktet auch wieder die Deutsche Bank mit 0,4, also noch niedriger als die Commerzbank bewertet. Und auch da, also gibt es natürlich deutliches Aufwärtspotenzial, wenn man sich anschaut, wo da die großen Amerikaner sind, die, was weiß ich, JP Morgan mit 1,5% mit 1,5 Kursbuchwertverhältnis und oder was weiß ich. UBS, die hat das höchste, glaube ich. UBS 1,2. Nee, JP Morgan ist stärker. Okay. UBS ist hier in der Tabelle, die ich hier habe. 1,2 ist die UBS, 1,14 Goldman Sachs, BNP Paribas 0,7 und selbst die UniCredit hat mit 0,56 mehr als die beiden deutschen Banken. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk, und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er. Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Also von daher ist da, denke ich mal, für beide Aufholpotenzial. Ich denke mal, dass sie vielleicht nicht ganz so stark von ausfallgefährdeten Krediten
gefährdet sind, weil sie eben nicht so stark nur auf Deutschland fixiert sind. Und auch zum Beispiel auch der Rückgang des Hypothekengeschäftes, glaube ich, das wird bei der Commerzbank doch mehr zu Buche schlagen. Sie bringen ja die Baufinanzierungen reihenweise zusammen. Das ist jetzt für die Deutsche Bank dann in der Relation auch nicht so ein Riesengeschäft. Deswegen glaube ich, dass grundsätzlich sowohl für die Aktie auch wie für die Geschäftsaussichten die Deutsche Bank bessere Perspektiven hat. Und ich, natürlich wünsche mir auch die Commerzbank wieder im DAX. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Banken im DAX, gar keine Frage. Aber wir sehen dann ja auch immer diesen DAX-Indikator, dass wenn erstmal eine Bank, dass vieles dann von so einem DAX-Aufstieg vorher im Kurs auch eingepreist wird. Wenn man dann erstmal im DAX ist, dann geht es erstmal wieder ein bisschen abwärts, weil da werden ja vorher schon auch entsprechende quasi Hedging-Geschäfte gemacht, dass jetzt nicht am Tag des DAX-Aufstieges dann alle dann die Commerzbank kaufen, die sie kaufen müssten für ETFs, was auch immer, sondern das wird ja vorher schon ein bisschen abgebildet und das sollte dann auch schon teilweise im Kurs der Commerzbank jetzt drin sein. Deswegen glaube ich, dass die Deutsche Bank sich in diesem Jahr besser entwickeln wird. Okay, dann würde ich vielleicht noch kurz retournieren. Also gerade, weil du ja gesagt hast, Kostendisziplin, da ist die Commerzbank viel besser. Cost-Income-Ratio, das ist ja immer so die Frage, wenn ich 100 Euro verdiene, wie viel Kosten fallen da an? Cost-Income-Ratio, Commerzbank 60 und Deutsche Bank 75. Da sieht man schon, und die haben halt wirklich, bei der Deutschen Bank sind die Kosten schon wieder, diese Disziplin, die haben sich schon wieder außer, es läuft schon nicht mehr so richtig gut. Ist auch klar, wenn ich Investmentbanker habe, du hast ja selbst gesprochen, das ist ein sehr volatiles Geschäft, das sind halt wirklich die Stars und denen kannst du nicht irgendwie sagen, ach, du kriegst mal weniger oder sonst was, das funktioniert nicht so wirklich. Also insofern, und natürlich ist eine Bank, die zyklischer ist, wie die Deutsche Bank, weil sie ein Investmentbanking-Geschäft hat. Natürlich hat das nach oben, geht das nach oben mehr, aber es hat auch ein Rückschlagpotenzial. Das ist aber Zyklik ist immer niedriger bewertet. Das muss ja auch so sein. Und die Deutsche Bank hat schon ihre Prognose deutlich nach oben korrigiert. Bei der Commerzbank, die haben wesentlich konservative Umsatzprognose noch. Und da kann man noch, glaube ich, da kann man noch viel mehr nach oben anpassen. Also sind die Erwartungen noch viel stärker, die wir nach oben machen können. Dann hat die Commerzbank schon wirklich sehr, sehr konservative Rückstellungen gebildet. Da ist die Deutsche Bank nicht ganz so, die haben auch Rückstellungen, aber längst nicht so viele Rückstellungen und so konservativ, wie das die Commerzbank gemacht hat. Und was viel schlimmer ist bei der Deutschen Bank, das Kapitalpolster. Die haben überhaupt kein großes Kapitalpolster. Die haben ja auch irgendwas erzählt, ja, wir wollen auch Aktienrückkäufe machen. Da haben gleich viele gesagt, wirst du nicht hinbekommen, weil da nämlich die Kernkapitalquote ist nämlich längst nicht so, ist eine ganz knappe Kapitaldecke nur und die können nicht einfach irgendwie Aktien rückkaufen oder zu viel ausschütten. Das werden sie nicht hinbekommen. Und deswegen, auch da ist die Commerzbank wesentlich im Vorteil, hat das stabilere Geschäft. Und der Mittelstand braucht weiter Kredite und ich glaube, da ist der Krediteinbruch längst nicht so groß. Und sie sind, weil sie halt mehr Kreditgeschäft haben, haben sie auch eine höhere Zinsreagibilität, als es die Deutsche Bank hat, bei der es eher, irgendwann wird es auch negativ, wenn die Zinsen zu hoch sind und das Kapitalmarktgeschäft damit kaputt geht, dann hast du eher sogar einen Bremseneffekt und da ist die Commerzbank auch besser aufgestellt. Und letztlich noch, wenn sie es vermasseln sollten, die Commerzbank, also wenn sie es irgendwie überhaupt nicht hinkriegen, dann gibt es immer noch jemanden, der sie kauft. Die Deutsche Bank wird nie jemand übernehmen. Das macht keiner. Du hast dir die Dresdner Bank angeguckt, hast dir gedacht, so, oh, die Deutsche Bank ist nochmal, was Komplexität und was Unübersichtlichkeit anbetrifft, nochmal eine Runde größer. Und die Dresdner Bank, das haben wir alle gesehen, wie die irgendwie politisch dahin geschachert wurde von der Allianz weg. Das stimmt. Das wird keiner machen. Insofern, also selbst wenn sie eine Fusion untergleichen, immer selbst wieder hast du, selbst wenn du es vermasselst, hast du noch jemanden, der kauft. Also du hast noch einen Käufer auf Last Resort. Aber hoffentlich ist es nicht die Deutsche Bank, weil die hat ja schon öfters jetzt mal abgewogen und ich glaube, das werden sie auch nicht mehr tun. Aber nee, die haben es nur damals abgewogen, weil sie gleich groß waren und dann hatten sie natürlich keinen Bock, dass sie verwässert werden. Also du bist natürlich nicht als Deutschbanker bist du was Besseres, denkst du zumindest. Ja. Und insofern glaube ich. Und natürlich, weil auch beide erstmal klar war, sie müssen erstmal ihre Hausaufgaben machen. Jetzt wären wir natürlich wieder in einer anderen Zeit, wo einigermaßen beide ihre Sanierung hinter sich haben und wo dann. Aber die Commerzbank, warum soll sie das tun? Warum soll sie das tun? Sich kaufen lassen? Ja, machen sie nicht. Wozu? Naja. Die haben doch einen klaren Fokus, Mittelstand. Der Mittelstand liebt die Commerzbank, ja. Der Mittelstand will die Commerzbank haben. Aber und trotzdem der ist Deutschland immer noch overbanked mit den Sparkassen auf der einen Seite, ja. Den öffentlich-rechtlichen Genossenschaftsbanken, Raiffeisen Volksbank auf der anderen Seite. Aber ich glaube, wenn du eine spannende Nische hast und Mittelstand ist keine Nische in Deutschland, wenn du wirklich ein spannendes Feld hast und ein spannendes Geschäftsmodell hast, was wirklich einfach überschaubar ist und du nicht irgendwelche Abenteuer am Kapitalmarkt machen musst, wie die Deutsche Bank, damit sie irgendwie mal auf eine Kapitalquote kommt. Ja, und dann gibt es ja noch den Staatsanteil, den
den du angesprochen hast, ja. Also da ist ja natürlich auch immer nochmal Kursbedrohungspotenzial, das da drin steckt, weil der Staat will ja vielleicht irgendwann auch wieder seine, wahrscheinlich nicht in diesem Jahr, so schnell wäre er da nicht raus, weil dann geht er doch mit deutlichen Verlusten raus. Das war ja irgendwann vor irgendwelchen Splits. Du musst in den 20ern, du musst in die 20er kommen, damit das ist, und du bist jetzt gerade bei, ich guck mal, wo die Commerzbank ist. Also von daher, das wäre aber durchaus noch ein Kursbelastungs für die weiteren Zukunft, ja, dass das, wenn genau der Staat irgendwann auch wieder verkaufen will, dass es da noch eine Belastung geben könnte. Aber der Staat könnte auf der anderen Seite, das hatten wir ja früher auch schon mal in der Diskussion, schon auch ein Treiber sein für eine Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank und irgendwann sagen, Mensch, wir sind hier ein großer Aktionär und wir würden das doch durchaus fördern und hier ein schlagkräftiges deutsches Institut. Weiß man nicht. Aber da würde ich jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist auch keine Sache, die in diesem Jahr, wenn, passieren wird, sondern jetzt werden beide erstmal weiter zeigen, dass sie ja auch alleine gut unterwegs sein können und erstmal sich hier beweisen. Und ich würde in dem Umfeld lieber weniger Komplexität haben wollen und deswegen fände ich die Commerzbank, ich muss zugeben, ich persönlich habe noch aus dem Zock von damals ein paar Deutsche Bank Aktien, da habe ich jetzt auch mittlerweile, bin ich im Gewinn mit, aber ich werde die, glaube ich, nachdem ich hier gesprochen habe und alle Leute den Podcast gehört haben, also ich werde jetzt kein Frontrunning machen, werde ich sie umschichten in Commerzbank, damit ich meinen Worten auch Taten folgen lasse. Ich habe weder aktuell Deutsche Bank noch Commerzbank. Gar nichts. Ich habe auch keine Absicht, die zu kaufen, weil, es wird kein Kurs für Doppler sein, das muss man vielleicht sagen. Weder die eine noch die andere. Aber ich habe lieber Upstart. Ich habe wieder ein paar Upstarten mir neulich mal geholt. Nein, nicht wirklich. Lieber ein bisschen mehr Feuer, ja? Ja. So, ich glaube, wir haben die Argumente ausgetauscht. Wir haben die Wette gefixt und gucken dann einfach, wer am Jahresende mit seiner Aktienidee vorn lag. Und ihr könnt ja mal schreiben, wirtschaftspodcast@welt.de, ob ihr solche Aktien vorstellt, wo wir jeweils eine Aktie pitchen und das dann auch versuchen, gegeneinander versuchen zu schneiden. Ob ihr das gut findet oder ob wir uns lieber über Mieten und weiß ich nicht, was die Köpfe einschlagen sollen oder was auch immer. Oder wir machen einfach alles, was uns dann oder so alles auffällt an aktuellen Themen. Ja, so, also ich glaube, das ist, glaube ich, die Mischung macht es am Ende, weil wir müssen ja auch immer, wir vertreten ja hier unsere eigenen Überzeugungen und können nicht einfach jedes Thema diskutieren. Oft sind wir ja auch gleicher Meinung, das ist ja langweilig. So, das stimmt. Unser unique selling point ist ja immer noch die Kontroverse. Meinungsunterschied, der Streit bis zum Streit. Ja? Ja. Und zum Valentine's Day haben wir uns noch nicht mal angeschrien heute. Also Wahnsinn. Wir haben das heute sehr dezent gemacht hier, so wie man das halt als gutes Paar am Valentinstag ist man dezent nebeneinander, unterschiedlicher Meinung, aber doch miteinander verbunden. Und jetzt haben wir die Welt wirklich umgebracht. So ist es. Und dann sagen wir einfach nur noch Tschüss. Und ciao. Wir bleiben Bulle. Und Bär. Defner. Und Chapitz.